Hallo, hier ist Hennes Bender und ihr hört die Comic Cookies. La 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 la. Hallo, Lecher Legende. Hallo. Bist du auch hier? Ja, ich bin auch hier. Wo? Auf dem Comic-Salon in Erlangen. 2018. Für die Zeitreisenden das Jahr bitte auch mal angeben. Genau. So, Metal-Leute, servus und willkommen. Nein, das ist ein anderer Kanal. Wir sind in der Zwischenzeit in Erlangen gelandet. Und ich sitze hier mit... Hi, ich bin der Andi vom Das-Alles-Podcast. Ich übernehme jetzt hier einfach mal die Aufnahme, weil Markus ans Telefon gehen muss. Und pausieren kann man hier wahrscheinlich. Und mit uns in der Runde ist außerdem noch... Hallo, ich bin Dana Le Kim, ich bin eine Künstlerin aus Nürnberg und ich bin am... auf dem Comic-Salon, um meinen Webcomic My Cursed Roommate vorzustellen und lege am Ultra-Comic-Stand Leseproben aus. Wolltest du jetzt auch noch was sagen? Nein, okay, also Bianca sagt nichts. Markus ist noch am Telefon. Also wir sind jetzt gerade im Schlossgarten hier in Erlangen am ersten Tag des Comic-Salons 2018. Haben uns hier getroffen und wollten einfach mal die ersten Eindrücke schon mal schildern. Wir haben alle noch nicht so viel gesehen, außer den wunderschönen Schlossgarten. Ich bin ja nun mal aus Erlangen, deswegen kenne ich den Schlossgarten natürlich schon. Aber für den Markus ist es ja ein komplett neues Erleben. Und dann kann der Markus jetzt eigentlich mal kurz schildern, wie sein erster Eindruck jetzt von dieser neuen Lage des Comic-Salons dieses Jahr ist. Ja, also finde ich sehr schön, wo wir hier draußen im Schatten sitzen. Ob das in den Zelten nachher so angesehen wird, wenn wir gleich reingehen, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist eine sehr schöne Location. Ich war hier bis jetzt noch nicht und bin sehr erfreut, dass es in Erlangen auch schöne historische Gebäude gibt und nicht nur die 70er Jahre Ladeshalle. Gefällt mir sehr gut und es wird sehr würdevoll hier präsentiert, denke ich. Ja. Mit uns dabei sitzen noch... Dana hat sich schon vorgestellt. Sorry, ich war am Telefon. Ja, Dana, möchtest du was zu deinem künstlerischen Werk erzählen? Wir haben gehört, du bist Künstlerin. Ja, das stimmt. Ja, ich habe jetzt, das ist jetzt schon 10 Jahre her, dass ich das erste Mal auf dem Comic-Salon war. Damals hatte ich über den Verlag Schwarzer Turm in der Manga-Anthologie Ballroom Blitz eine Geschichte veröffentlicht. Ja, und dann kam erstmal der 10-jährige Selbstfindungstrip. Und jetzt zeichne ich seit Oktober 2017 einen Mystery-Horror-Webcomic namens My Cursed Roommate. Den findet man unter mcrcomic@tumblr. Genau, soll ich kurz was zur Geschichte? Genau, es geht um ein Mädchen namens Victoria, ganz normale Studentin. Und sie hat einen Albtraum, der immer wieder auftaucht. Und als dieser Albtraum zur Realität wird, findet sie heraus, dass ihre Familie schon seit Generationen unter einem Fluch leidet. Und die Familie ist leider sehr zerrüttet und sie kann diesen Fluch nur aufheben, wenn sie ihren zerstrittenen Vater und Onkel wieder zusammenbringt. Und dabei bekommt sie dann auch Unterstützung von ihren Freunden. Genau. Und das erste Kapitel kann man auf Tumblr lesen momentan. Und die Leseproben gibt es am Ultra-Comics-Stand. Halle A45. Ja, ich befürchte, der Podcast wird etwas nach dem Salon erscheinen. Wo kann man das sonst noch sich besorgen, wenn man da großes Interesse hat? Bist du vielleicht bei Twitter, bei Facebook? Wenn ja, wie? Ja, ich bin bei Instagram und Twitter und, Tumblr jetzt nicht mehr. Also nur Instagram und Twitter unter meinem Namen Dana Le Kim
zusammengeschrieben. Genau, da bin ich auf Instagram, bin ich eigentlich sehr aktiv. Kann man mich jederzeit kontaktieren. Genau, und ich habe auch ein Portfolio, danalekim.com. Genau. Sehr gut. Hast du Einflüsse? Was liest du zum Beispiel selber ganz gern? Also in letzter Zeit habe ich nicht mehr so viel gelesen. Früher war ich sehr stark inspiriert von Brian Lee O'Malley. Also Scott Pilgrim habe ich sehr, sehr gern gelesen und auch seine anderen Werke. Und jetzt mag ich sehr gerne Vera Broskol mit ihrem neuen Graphic Novel. Be Prepared habe ich zuletzt gelesen. Genau, und durch eine Freundin, die hat jetzt ein bisschen mein Interesse an den Marvel-Comics geweckt und da lese ich mich gerade ein bisschen ein. Ausgezeichnet, vielen Dank. Was möchtest du dir heute noch angucken? Ist ja ein sehr vielseitiges Programm wieder mal hier in Erlangen. Was ist so dein Ding, was du dir angucken möchtest? Also heute schaue ich mir erst mal einige Vorträge an im Kollegienhaus. Monster, Mythen, Menschen. Menschenrechte. Genau. Und dann gibt es noch eine Diskussion über das Marvel Cinematic Universe. Das will ich mir auch ganz gerne anschauen. Und dann muss ich mich erstmal ins Programmheft da ein bisschen reinlesen. Was ist so dein Favorite aus dem Marvel Cinematic Universe? Was ist da so deine Reihe? Also ich muss sagen, ich kenne mich bisher noch gar nicht aus, aber ich habe mir immer die Avengers-Filme fand ich sehr gut und zuletzt war ich in Infinity War und den fand ich total super. Und eben eine Freundin hat mir von ganz vielen Charakteren erzählt, die man sonst so bisher gar nicht kannte. Taskmaster zum Beispiel. Kim, wenn du das hörst. No-Nos Gang! Okay. Ja. Genau. Also ich habe jetzt Infinity Gauntlet gelesen und versuche ein bisschen in Deadpool reinzukommen und alles. Ich lese gerade alles querbeet. Ja. Okay, Dirk ist nah, nicht da heute. Müssen wir mal gleich festhalten. Es gab einen Unfall. Nein. was möchtest du heute noch dir gerne anschauen? Also ich werde noch drei zur Podiumsveranstaltung zu 30 Jahre Zwerchfell gehen. Zwerchfell Verlag, also wer meinen Podcast Das alles hört, weiß, dass wir dem Zwerchfell Verlag in gewisser Weise etwas verbunden sind. Stefan Dinter war bei uns zu Gast, Martina Schrade, die bei Zwerchfell verlegt, war bei uns zu Gast. Und von daher, ich erinnere mich auch noch an die 20-Jahr-Feier vor 10 Jahren auf dem Comic-Song in Manhattan damals. Da war ich natürlich auch. Dann wahrscheinlich auch Monstermythen, Menschenrechte und noch um 5 eventuell diese Kanada-Geschichte. Und vor allem eben dann heute Abend auch die Lesung von Schradi zu ihrem neuen Band. Ach, so ist das. Jetzt ist gerade der zweite Band erschienen, beziehungsweise auf dem Comic-Song ist er schon erhältlich. Ich glaube, so im Handel ist er noch nicht. Und da wird es wieder eine neue Lesung dazu geben. Und die sind ja immer sehr amüsant. Also die möchte ich dem Markus jetzt auch gleich nochmal ins Herz legen, weil das ist eine flotte Veranstaltung. Und ansonsten, ich habe bisher erst eine Halle gesehen. Es gibt ja drei große Zelte jetzt dieses Jahr. War jetzt erst in einer. Das heißt, die anderen Veranstaltungsorte will ich mir natürlich noch anschauen. Mal gucken, ob ich auch schon mal in der ersten Ausstellung vielleicht vorbeikomme. Ich halte es relativ spontan und ohne Stundenplan und guck mal, wo es mich so hintreibt und wen ich so treffe vor allem. Wenn ich irgendwie Leute treffe, dann hält mich das immer am ehesten erstmal. Also dann ist Veranstaltung gar nicht so wichtig, sondern immer erstmal Leute treffen und ein bisschen quatschen, die wie jetzt den Markus, die man so sonst unterm Jahr nicht trifft, außer virtuell. Markus, was hast du noch vor? Ja, die Zwerchfell-Geschichte möchte ich mir wahrscheinlich auch anschauen und heute gibt es noch was zum Thema kanadische Comics. Das wäre auch eine Veranstaltung, der ich gerne beiwohnen möchte und ansonsten schaue ich mir erstmal die Zelte, die Stände und so weiter näher genau an, dass ich weiß, wenn ich in den nächsten Tagen was suche, wo ist sie, welcher Stand und so weiter. Sonst in der Ladeshalle war das natürlich immer sehr einfach, weil die Plätze meistens gleich geblieben sind und man musste sofort das und das wird jetzt alles ein bisschen schwieriger, aber es macht ja auch Spaß, so vielleicht Sachen zu entdecken, die man sonst nicht
sich näher angeschaut hätte. Jo. Andi, war das alles? Das war alles für den Moment. Okay. So, jetzt sind wir hier mit dem Lukas. Hallo Lukas. Hallo, willkommen auf dem Comic-Salon. Vielen Dank. Du bist ja Mitveranstalter von der Comic Solidarity. Ja, ich bin zusammen mit Yves J. und mit Jeff G. Organisieren wir den Messeauftritt von der Comic Solidarity hier in der Halle C, wunderbar im Schlossgarten dieses Jahr. Mhm. Und es ist sehr viel größer und schöner und schillernder geworden als in den Jahren zuvor schon, was vor allen Dingen auch an der tollen Location liegt. Also wir sind mit dem Jungen Forum zusammen und haben wahnsinnig viele gemeinsame Projekte, also mit den Studierenden von verschiedenen Hochschulen hatten wir gerade eine Diskussionsrunde, wie ist es eigentlich, Comics zu studieren, ja, kann man das eigentlich lernen, liest man da die gleichen Sachen, die man dann auch irgendwie zeichnet im Studium sozusagen, was mich schon immer interessiert hatte. Wir haben wahnsinnig viele Lesungen, vor allen Dingen mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Ja Ja Verlag, gerade jetzt auch auf der Bühne, Hanna Kressnig liest gerade, das ist sehr, sehr schön. Und so, ja, ein durchgehendes Programm, jetzt heute von Donnerstag bis Sonntagabend eigentlich, nonstop Lesungen, Workshops, ganz, ganz viele Podiumsdiskussionen und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und dass so viele sich da begeistern ließen, da mitzumachen. Mhm. Kannst du noch mal so ein paar Programm-Highlights nennen, die es bei euch dann weiterhin geben wird, die nächsten Tage? Also wir haben morgen am Freitag sozusagen 4 Workshops hintereinander, von denen, die im Prinzip eine Art Erzählung, eine Art Serie sind um das Thema digitale Comics, Webcomics. Also Sascha Dörp fängt an mit der elektrische Zeichner. Wie zeichnet man überhaupt digital? Wie viel kostet das und sowas? Dann Beetlebum führt halt ein, irgendwie so ein bisschen Geschichte des Webcomics und was das überhaupt ist, wie das funktioniert. Und Felix Schittig dann ganz konkret, wie richtet man sich einen WordPress-Comic-Blog ein? Also wirklich, was muss ich eigentlich machen, um irgendwie so eine Homepage zu haben? Was gibt es für Plugins, für nützliche was, und so weiter? Also nur, was einfach nützlich ist, vielleicht auch zu wissen. So, also das ist, glaube ich, eine richtig schöne Serie. Und dann am Samstag kommen dann so ein bisschen die Highlights. So, da haben wir erst so wieder diese Art-Spotlights, wo aktuelle Projekte irgendwie in 5 Minuten Poetry Slam-Manier vorgestellt werden mit Bildern. Wir haben das Thema Frauen und Feminismus will ich gar nicht sagen, sondern Künstlerinnen in der Comic-Szene sozusagen, was wir so ein bisschen beleuchten mit einer Podiumsdiskussionsrunde mit Lea Wegner, Yves J., Katja Klengel, Lisa Frühbeis, die so alle, so Girlsplaining ist ein bisschen bekannt jetzt, wird jetzt auch publiziert, darüber viel machen. Und die verbinden es auch noch mit so einem Workshop. Was darf ich denn im Comic jetzt eigentlich noch geil finden? Ein Leitfaden für alle leidtragenden Feminismus. Also nach diesen ganzen Debatten, die man hat, so was geht denn jetzt eigentlich? Und das werden die halt sehr humorvoll und lustig machen. So. Ja. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Das klingt auf jeden Fall interessant. Ich glaube, das gucken wir uns mal an, oder? Ja. Das wievielte Mal macht ihr jetzt die Comic Solidarity schon hier auf dem Salon? Ja, das ist das dritte Mal, dass wir einen Messeauftritt haben. Also 2014 war das erste Mal, noch relativ klein und dann vor 2 Jahren im Rathaus und jetzt hier halt mit einem doch sehr, sehr großen Stand. Und also ich rede jetzt natürlich vor allen Dingen nur vom Bühnenprogramm, weil das sozusagen mein Bereich und mein Baby sozusagen war und da meine Begeisterung drin steckt. Aber der Auftritt ist natürlich auch ein großer Messestand mit Signiertischen für wahnsinnig viele Künstler und Künstlerinnen, die noch nicht oder nicht überwiegend bei Verlagen sind. Also wir versuchen gerade diese Lücke zu schließen zwischen Self-Publishing und sowas wie Kickstarter und Patreon und halt Repräsentation durch Verlage, die dann halt Messeauftritt haben. Und da gibt es halt unglaublich viele Leute, die sowas auf einem hohen Niveau machen und seit Jahrzehnten teilweise aktiv sind, aber halt einfach nicht repräsentiert werden, weil sie einfach nicht analog das noch drucken, so, sondern andere Finanzierungswege finden oder gar keine Finanzierungswege suchen, weil sie einfach einen Job haben und es trotzdem aus Begeisterung machen. Und das bildet sich halt alles auf unserem Stadt, aus unserem Stand irgendwie ein bisschen ab, das ist so die Idee. Ja, das nächste, was ich so ein bisschen am Rande mitbekommen habe, ist so ein ominöses Kartenspiel, was ihr da irgendwie am Start habt. Ja, das Kartenspiel. Auch dazu kann ich unglaublich wenig Kompetentes sagen, aber es existiert und es ist fantastisch. Ich glaube, die Eckdaten sind, dass ungefähr, weiß ich nicht, 100 Leute so ein Sammelkartenspiel mit ihren eigenen Charakteren, ihrer jeweiligen eigenen Webcomic-Serien gemacht haben und die kann man dann gegeneinander antreten lassen und kämpfen lassen in so Kategorien wie Schleue, aber auch wenn die Eigenschaft auf die trifft, dann passiert das. Und das ist ein gigantisches Kollaborationsprojekt und es ist sogar spielbar. Und ja, also ich muss es auch kennenlernen, weil ich habe alles ausgefiltert bislang davon. Ja. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, ja.
ich glaube, das war es so ziemlich schon. Aber was ich vielleicht noch fragen möchte, ist, wo gibt es die Comic-Solidarität demnächst noch in diesem Jahr vielleicht zu sehen? Nicht ganz sicher. Also Frankfurter Buchmesse hat unglaublich gut funktioniert letztes Jahr. Ich vermute, dass ja auch Yves Homebase sozusagen in Frankfurt, dass da wieder was Größeres geplant ist. Und sonst auch eine Menge auf diesen ganzen kleineren Comic-Cons, die sich jetzt halt überall aufploppen in jeder Stadt, gab es auf jeden Fall auch schon Auftritte. Und das organisiert sich so bei Facebook immer so, ne, ob jetzt irgendwie 5 Leute zusammenkommen wollen und unter diesem Banner Comic Solidarity da halt was Größeres repräsentieren, nämlich so digitale Künstler, die eben keine Verlagsstrukturen haben, in denen sie eingebunden sind. Und von daher sind es auch nicht wir als die gleichen Organisatoren, sondern es kann im Prinzip jeder sein. Wir sind Comic Solidarity, man koordiniert sich halt, spricht sich halt ab. So, und ich bin selber total gespannt drauf, wo der nächste Auftritt sein wird. Okay, dann danke ich dir für deine Zeit. Danke und auch ja, eine gute Zeit uns noch beiden gegenseitig auf der Messe, oder? Ja. Danke, viel Spaß auch. So, nach einem kleinen Besuch zum Vortrag von Zwerchfell, den ich leider nicht aufzeichnen konnte, weil man hat sich entschlossen, keine Mikrofone zu benutzen und da saß ich doch äußerst ungünstig, weil ich hatte mich dazu entschlossen, mich dahin zu setzen, wo die Lautsprecher drauf abstrahlen und leider gab es diesmal keinen Lautsprecher, aber war trotzdem ein schöner Vortrag. Mache ich jetzt was schon so eine kleine Tradition ist in Erlangen. Ich treffe nämlich unser Cookie-Gründungsmitglied und gedanklicher Mitvater natürlich der Cookies, gerade bei der Wortschöpfung. Hier ist unser Sepp. Sepp, wie geht's dir? Ja, mir geht's soweit gut. Und wie geht's euch da draußen? Ja, die Punchline hat er schon mal gegeben, okay. Sepp, du bist ja jetzt auch schon viele, viele Jahre jetzt beim Salon. Ich habe gehört, du bist heute erst angereist, entgegen deiner sonstigen Vorbereitungen, die du sonst immer betreibst, schon vorher da zu sein. Wie ist dein erster Eindruck von diesem Salon, der nicht in der Ladeshalle stattfindet, sondern im Schlosspark? Also mein erster Eindruck heute war schon mal sehr gut gewesen, weil ich habe natürlich vollkommen vergessen, mich darüber zu informieren, ob es eventuell irgendwelche Änderungen in der Organisation gibt. Habe also vorm Kongresszentrum gestanden, habe gedacht, wo ist denn der Biergarten? Ganz abgesehen davon, wo sind die ganzen Leute, die auf den Comic-Salon wollen? Und bin dann aber darüber informiert worden, dass er dieses Jahr da nicht stattfindet, sondern man vielleicht ein bisschen weiter in die Stadt gehen muss, um das zu finden. Und nachdem wir dann gewusst haben, dass wir nach Zelten suchen müssen, sind wir dann die Einkaufspassage runtergelaufen und sind dann nach und nach auf die Zelte gestoßen. Bisschen schwieriger war es, Karten zu bekommen, weil man kommt ans erste Zelt, aber da gibt's noch keine Karten. Dann geht man dann weiter und dann gibt's dann irgendwo einen Stand, wo man die kaufen kann und dann kann man dann wieder zurücklaufen und dann nochmal in das Zelt reingehen, wo man zuerst vorbeigekommen ist. Später haben wir dann festgestellt, dass es eine Veränderung gibt, die in meinen Augen sehr gut ist für die Kleinverlage, die hier sind. Nämlich, dass die Bereiche, wo die sind, eigentlich frei zugänglich sind für jedermann. Das haben wir dadurch rausgefunden, dass niemand wissen wollte, ob wir eine Karte haben oder nicht. Wir sind einfach reinspaziert, wieder rausspaziert und hin und her gelaufen. Aber wie gesagt, ich finde das gar nicht so schlecht, denn wer hier im Schlossgarten vorbeikommt, mit dem Comic-Salon nichts zu tun hat und dann auf die Idee kommt, vielleicht mal in das Zelt reinzugucken, ist ein potenzieller Kunde. Ja, und warum soll man den Leuten, die eh die kleinsten oder geringsten Chancen haben, riesige Abverkäufe zu haben, die Laufkundschaft wegnehmen, die vielleicht mit dem Comic-Salon gar nichts zu tun hat? Das fand ich sehr sympathisch. Das finde ich auch eine richtig gute Lösung. Ganz abgesehen davon, dass die Atmosphäre hier im Schlossgarten super ist. Die anderen beiden Hallen enthalten natürlich mehr, was das Standardpublikum anspricht. Aber so in Sachen, wo halte ich mich auf, wenn ich mich nicht in diese furchtbaren Zelte reinquetschen will, ist der Schlossgarten hier eine tolle Alternative. Und dann einfach mal so bei den Kleinverlagen durchzuschlendern, schadet dann halt auch nichts. Im Vergleich zur Kongresshalle muss ich sagen, dass die Luftfeuchtigkeit, der Sauerstoffgehalt und auch die Geräumigkeit deutlich besser sind. Man profitiert sehr davon. Wir haben noch keine Ohnmachtsopfer gefunden. Es liegen auch nicht in irgendwelchen Ecken Leute rum, die keinen Ausgang gefunden haben. Es ist schon sehr vorteilhaft. Auch muss sich keiner darum Sorgen machen, dass er in der hinterletzten Ecke von der Kongresshalle versteckt wird, weil die gibt's halt diesmal nicht.
Die Infotafeln finde ich sehr gut. Die zentrale Lage der Zelte im Vergleich zu den anderen Veranstaltungsorten finde ich auch sehr gut. Sonst musste man immer vom Kongresszentrum weg in die Stadt laufen, dort gucken, wo man irgendwo eine Ausstellung findet oder vielleicht einen Vortrag. Und dieses Mal ist das halt doch deutlich konzentrierter. Man hat zwar erst den Eindruck, da steht ein Zelt, hier steht ein Zelt, ist ja total weit gestreut, aber nee, wenn man sich das Gesamtangebot anguckt, hat man mehr in direkter Erreichbarkeit, was ich auch sehr angenehm finde. Wir haben jetzt noch nicht die Gelegenheit, überall hinzugehen, aber das haben wir natürlich auf jeden Fall noch vor. Das werden wir auch noch machen, aber uns hat so gut im Schlossgarten gefallen, dass wir erstmal die Gelegenheit genutzt haben, uns hier gut gehen zu lassen, ein bisschen zuzuschauen, wie sich die Leute hier amüsieren, ja, und zu überlegen, was wir denn noch so machen heute im Laufe des Tages. Das finde ich einen faszinierenden Punkt, den du da angesprochen hast. Du hast ja selber schon unter anderem auch in Erlangen schon mal einen Stand gehabt. In München war es ja vor einigen Jahren noch so, dass die Veranstaltungsorte etwas getrennt voneinander waren. Und da waren auch die Independence Comics quasi ausgelagert in das alte Rathaus seinerzeit in München. Und jetzt ist das alles wieder zusammen. Und da ist es ja so gewesen, dass die viele von den Independent-Machern gesagt haben, also sie wollen schon gerne nah bei den Großverlagen auch dabei sein, um einfach ja präsent zu sein bei denen, die vielleicht mehr Publikum ziehen. Wie würdest du das hier einschätzen? Ich würde tatsächlich sagen, dass die Location und die Atmosphäre deutlich überwiegen im Bezug darauf, wie nah man an den Großverlagen ist. Denn in den Zelten, gerade bei dem Wetter, wenn es sehr warm ist, hält man sich jetzt ungern allzu lange auf. Man ist vielleicht sogar froh, wenn man da war, wo man hin musste und wieder raus kann. Das Zelt hier im Schlosspark ist insgesamt angenehmer zu begehen. Da ist die Luft atembarer, da ist nicht so voll. Und ja, ich kann verstehen, dass die Leute sagen, in München wären wir lieber näher dran, damit wir nicht so ab vom Schlag sind. Aber hier ist es einfach so, dass jeder, der ein bisschen Entspannung sucht, sowieso durch das Schloss in den Park reinläuft, auch dort im Durchgang nochmal einige sehr interessante Sachen findet. Da bin ich zum Beispiel heute auf Pyramid gestoßen, die zum Beispiel Nigo Nego auflegen, worüber ich mich sehr freue, worauf ich ja schon seit Ewigkeiten warte, dass das als Druck rauskommt und auch noch andere Sachen von dem Zeichner da hatten. Ich denke, hier in Erlangen ist es eine deutlich andere Situation als in München. Und ich denke, hier ist diese Distanz dazu eher positiv. Denn wenn du hier den Park guckst, siehst du unglaublich viele Leute, die sich hier wirklich entspannen, denen es gut geht, die eine gute Zeit haben und die dann auch, so würde ich jetzt einfach mal behaupten, vielleicht ein bisschen das Portemonnaie lockerer sitzen haben, wenn sie durch das Zelt mit den Kleinverlagen gehen. Ja, was mir gerade noch, wenn ich so drüber nachdenke, einfällt, der große Unterschied ist natürlich auch, dass die Zelte, auch wenn sie getrennt, oder dass die Hallen, auch wenn sie getrennt sind, trotzdem noch nah beieinander sind. Und in München war es ja seinerzeit so, dass die eine U-Bahn-Station oder zwei voneinander entfernt auch waren, wo du halt eben, wie du sagst, nicht mal schnell durchläufst. Und da war natürlich auch dieses parkähnliche Umfeld, was hier in dem Schlosspark ist. Das war halt auch nicht. Ich hatte ja vorhin schon den Vortrag, der ist hier drüben gewesen, auch in einer Halle, also in diesem Gebäude schräg gegenüber, was zur Uni gehört. Da bist du auch mit kurzen Schritten drüben, hast viel Platz. Also ich kann dem wirklich sehr, sehr viel Positives abgewinnen, wenn das Wetter gut bleibt. So. Du hast gesagt, du hast dir schon vorgenommen, das ein oder andere dir noch anzugucken. Was wäre denn da so dabei, was du planst? Also wie gesagt, für mich das Highlight dieses Jahr ist Nigo Nego in Printform, was ich jedem sehr ans Herz legen kann. Ich habe das verfolgt, seit die angefangen haben, das online zu veröffentlichen. Stehe da visuell und erzählerisch voll dahinter, bin ein richtiger Fan. Und außerdem gibt es dann noch ein anderes Projekt von dem Hannes Radke, dass er da separat gemacht hat, so ein Science-Fiction-Projekt, wenn ich das richtig gesehen habe, von dem ich auch schon mal was online gelesen habe und da bin ich auch sehr interessiert dran. Das sind momentan die beiden Sachen, die ich mir fest vorgenommen habe und womit ich wirklich liebäugel. Das ist schon seit einiger Zeit auf dem Markt, aber ich bin immer wieder dran vorbeigegangen, sind diese Mickey-Maus-Geschichten von den verschiedenen internationalen Künstlern, die im Augenblick bei eHarper aufgelegt werden.
Es reizt mich ungemein. Ich bin nicht so der riesen Mickey und Donald-Fan, aber das Konzept dahinter ist so hochinteressant. Ich frage mich, was machen diese Leute mit diesen Figuren? Und hier haben sie praktischerweise so Säulen aufgestellt, auf denen teilweise Auszüge davon präsentiert werden. Und sehr werbewirksam. Ich kann nur sagen, sehr werbewirksam. Ja, ich kann dir natürlich auch sagen, wer schon alle natürlich von diesen sehr hochwertigen gekauft hat. Das war natürlich der Steffen und der hat es natürlich im Podcast auch schon besprochen. Er hat mir günstigerweise davon auch einen ausgeliehen, der mich interessiert hat. Das war der erste, der hat mir auch sehr gut gefallen. Der zweite war schon wieder mir zu sanft. Ne? Also der erste, der geht schon ganz schön in die Vollen. Das ist so ein bisschen dreckige Version von Mickey Mouse. Aber kann man durchaus sehr gut lesen, ist halt eine relativ große Überwindung bei, ich glaube, 30 Euro kostet da der Band, ne? Aber sonst, ja. Veranstaltung, Panels, möchtest du dir sowas angucken oder improvisierst du da? Ich habe das letzte Mal festgestellt, dass das hochinteressant und sehr lohnenswert sein kann, weil das etwas war, wo ich selten dran teilgenommen habe. Ich muss mal gucken, wie das Angebot aussieht. Ich bin dieses Jahr leider relativ uninformiert. Muss deswegen erstmal sehen, was denn so angeboten wird, was mich davon vielleicht ansprechen würde. Ich war noch nie so schlecht vorbereitet auf einen Comic-Salon wie dieses Jahr. Also organisationstechnisch, Anreise, Hotel, klar, das ist alles gut gelaufen. Aber was es hier eigentlich gibt und was mich so wirklich interessiert, bin ich ziemlich unbelastet. Ja? Und dementsprechend mehr auf der Suche, als dabei bestimmte Sachen anzupeilen. Es ist... Ja, ich hoffe, dass ich nichts verpasse. Das ist nämlich der Nachteil dabei, wenn man so uninformiert ist, dass man vielleicht zu spät erfährt, wo was Cooles gewesen wäre. Aber damit werde ich dann wohl leben müssen. Ja gut, dafür hast du entspannt mit Bier im Park gesessen. Ich meine, das ist ja nicht so, dass du das in Mainz nicht auch tun könntest. Ne? Aber was anderes, was natürlich immer wichtig ist, wenn wir uns sehen, was sind deine geilen Tipps über das, was du in letzter Zeit herausragendes gelesen hast? Weil es ist wirklich so, seit du nicht mehr im Podcast bist, wird natürlich das ein oder andere Genre nicht mehr ganz so bedient. Also ich höre jetzt vom Steffen natürlich relativ viel über Mickey Mouse und über Goofy und so. Und da ist halt für mich persönlich jetzt relativ selten was dabei, was mich jetzt erstens überrascht und zweitens, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben. Hast du für die Zuhörer irgendwas, wo du sagst in letzter Zeit, das ist geil, das sollte man auf jeden Fall gelesen haben? Was mir besonders positiv aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass es Wiederauflagen von einigen Manga reingegeben hat, wie zum Beispiel Blame, das momentan in der Master Edition erscheint. Das kann ich jedem nur sehr ans Herz legen, egal ob man es gelesen hat oder nicht. Das große Format tut diesem Manga sehr, sehr gut. Er wirkt viel besser als früher im kleinen Format, wo einem viel einfacher entgangen ist. Vor allen Dingen deswegen, weil es ja nicht so die klar strukturierte Erzählung ist. Man hat oft das Gefühl, man wird hin und her geworfen. Was man dann später rausfindet, ist gar kein Gefühl, ist wirklich so. Und da muss man sich erstmal orientieren können. Und ich weiß nicht warum, aber das gelingt mir hier in dieser neuen Version deutlich besser. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel mainstreamiges Zeug gelesen, was relativ eindruckslos an mir vorbeigegangen ist, muss ich leider sagen. Ich bin immer noch bei Black Science dabei, eine Reihe, die mich am Anfang sehr begeistert hat, inzwischen aber nett ist, was ich sehr schade finde von der Entwicklung her. Damit hätte ich so eigentlich nicht gerechnet. Ich habe mir, ich glaube, es ist Seven for Eternity, heißt das so? Oder Seven to Eternity, egal. Seven to Eternity geholt und gelesen. Ist von Openia umgesetzt, deswegen hat es mich grafisch interessiert. Von Rick Remender, ich weiß immer nicht, wie er ausgesprochen wird, geschrieben. Hat mich auch eher kalt gelassen. Ich habe von Mark Millar und dem... Es fällt mir sein Name nicht ein, der so lange Spawn gezeichnet hat. Wie heißt er nochmal? Wie? Was? Ja, genau, Capullo. Das Rebirth gelesen. Hab mir sehr viele Erwartungen daran gehabt, weil ich mit den Mark Millar-Sachen immer sehr zufrieden war. Aber auch da habe ich irgendwie auf Granit gebissen. Von daher habe ich in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es franzt alles irgendwie aus.
Die richtig tollen Sachen werden immer weniger und Sachen, die am Anfang eindrucksvoll wirken, entpuppen sich dann leider als wenig spektakulär, was ich sehr, sehr schade finde. Was für mich der totale Ausreißer in letzter Zeit ist, was viele jetzt nicht fassen werden können, ist Deadpool. Die Monatsreihe hat sich zu einem wahnsinnig intensiven Charakterstück entwickelt. Klar, es gibt immer noch einen Haufen blöde Gags, aber was die Figur erfährt und durch was für harte persönliche Entscheidungen und Entwicklungen sie gehen muss, nimmt mich emotional mehr mit als alles, was in allen anderen Superheldenreihen passiert. Es ist eine Entwicklung, mit der ich ganz sicher nicht gerechnet hätte, weil ich habe Deadpool zum Spaß gelesen und nicht, weil ich emotional berührt werden will, aber jetzt ist es irgendwie doch so. Gerade der letzte Arc, als es um die Ereignisse um Secret Empire ging, war ziemlich aufwühlend, muss ich ehrlich sagen, denn es wurden einige Figuren, die über Jahre eingeführt, aufgearbeitet und immer genauer ausgearbeitet wurden, aus der Serie herausgenommen auf eine Art und Weise, mit der ich wirklich nicht gerechnet hätte. Und da gab es auch nichts zu lachen. Und ein ernster Deadpool kann verdammt gut geschrieben sein und ein Heidenspaß zu lesen. Nicht, weil es so lustig ist, sondern weil es einfach unglaublich befriedigend erzählt wird. Und das ist was, was mir im Augenblick bei ganz, ganz vielen Superheldenreihen furchtbar abgeht. Die Flucht vor dem Event-Wahnsinn hat mich von Marvel auch ziemlich weggetrieben. Ich bin begeisterter Fan der Filme, weil die für mich das einfangen, was an diesen Marvel-Sachen für mich immer das Wichtigste war. In den Comics finde ich das nicht mehr. Es gibt eine Reihe namens Spider-Man Deadpool, in der die beiden zusammen auftreten, wo ich dann mit dem Spider-Man konfrontiert werde, der aktuell monatlich auftritt. Das ist eine Figur, die ich nicht wiedererkenne. Das ist für mich ein beliebiger Sidekick, der im Augenblick mit Deadpool unterwegs ist. Einen ähnlichen Eindruck habe ich bei vielen anderen Figuren. Es wird viel versprochen und wenig gemacht. Das ganze Legacy-Event, das da jetzt am Anrollen ist, verspricht einiges. Ich bin natürlich dadurch, dass ich kein aktiver Leser mehr bin, immer mehr dann auf amerikanischen Seiten unterwegs, um mal zu gucken, wo führt denn das alles hin. Ich sage jetzt mal persönlich, nicht in eine Richtung, die mich interessiert. Schon wieder. Ja, das ist jetzt das 5., 6. Event hintereinander, wo ich sage, kann man sich voll schenken. Es ist ein bisschen traurig. Also die befriedigsten Erlebnisse in Sachen Comics habe ich bei Usagi Yojimbo, das bei Dantes Verlag erscheint, der das jetzt sehr konsequent durchzieht. Und jedes Mal, wenn ich ein Band aus der Reihe in die Hand nehme, selbst wenn ich es auch schon auf Englisch gelesen habe, vielleicht schon eine Carlsen-Version oder einen Schwarzen Turm-Druck davon besitze, ist es das, was mich am meisten begeistern kann. Da bin ich emotional drin, das ist top erzählt, das ist super gezeichnet, das ist Comic-Material, wie ich es mir eigentlich jeden Monat in möglichst größer Menge wünsche, was eigentlich einfach nicht mehr geliefert wird. Viele Reihen, die ich gerne mit Begeisterung gelesen habe, sind ausgelaufen. Da waren auch so Sachen wie Kleine Katze Ski dabei, wo viele sagen, was? Aber nee, ich habe es geliebt. Ist leider rum. Ich stürze mich auf jeden Taniguchi-Comic, der rauskommt. Es werden jetzt relativ viele alte Sachen noch verlegt, die auch immer wieder herausstechen. Und ich muss ehrlich sagen, aktuelle Produktion, goldene Klassiker, Neuauflagen oder eben wirklich mal innovatives Material, das man so vielleicht nicht kommen sieht. Viel zu wenig, aber wenn, dann freue ich mich drüber. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht mit mehr Titeln hier auffahren kann, aber man merkt vielleicht, ich bin ein bisschen unzufrieden mit dem Angebot auf dem Markt momentan. Meinst du unzufrieden mit dem Superheldenmarkt oder generell mit dem Markt? Weil ich sag mal, du hast ja eigentlich, sage ich mal, von den Gründungscookies, um es jetzt mal so zu umschreiben, hast du ja die breiteste Auswahl an Genres, die du gut fandest. Ja, das ist sehr wahr. Das hat sich auch nicht verändert. Ich lese immer noch aus allen Bereichen irgendwas. Ja. Greift zu Mangas, greift zu Alben, zu deutschen Produktionen, zu amerikanischen Produktionen. Da bin ich sehr, sehr offen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich in letzter Zeit ein schlechtes Händchen habe oder dass zu wenig da ist, was mich begeistern kann. Es fällt mir immer schwerer, was zu finden. Ich habe auch den Eindruck, dass viel versucht wird, den künstlerischen Comic zu hypen.
der mich nur selten interessiert, mich erzählt, der gut erzählte Comic. Ich will eine gute Geschichte haben. Ich möchte die möglichst ansprechend visuell umgesetzt haben. Ansprechend bedeutet dabei nicht in einem besonderen Stil oder in einem bestimmten Stil, sondern einfach, dass es die Geschichte unterstützt, trägt, ihr nicht im Wege steht. Ich hätte gerne ein Thema, das mich interessiert oder ein Thema, das mich nicht interessiert, das aber so gut erzählt wird, dass ich davon nicht lassen kann. Ich greife immer wieder gern zu den Sachen, die bei Schreiber und Leser von Terry Moore rauskommen. Da kann ich mich drauf verlassen, dass ich gutes Material bekomme. Aber mir fehlen ein bisschen die Glanzstücke, auf die ich mich immer so gefreut habe, auf die ich mich immer so gestürzt habe. Man merkt das auch, wenn ich im Laden bin. Hier sitzt jetzt gerade jemand unter uns, der in dem Laden arbeitet, wo ich gerne hingehe. Und meine Einkaufslisten sind komplett in sich zusammengebrochen, was nicht daran liegt, dass ich keine Lust mehr habe, Comics zu lesen. Die Sachen, die mich in letzter Zeit am meisten begeistert haben, sind Veröffentlichungen bei Hachette. Ja, klassisches Marvel-Material. Da waren top Sachen dabei. Alles, was von Stalin rauskommt, nehme ich mit Handkuss. Ja, ob alt oder neu, ist dabei vollkommen egal. Und da merke ich halt immer wieder, es hat nichts damit zu tun, dass man besonders deep sein muss. Ja, also damals wurde oft ein bisschen platter erzählt als heute und trotzdem mehr transportiert. Das merken die Leute oft nicht, lassen sich von den Zeichnungen abstrecken, fangen erst gar nicht an zu lesen. Und das ist ein Fehler. Also gerade wer die Hachette reinsammelt und vielleicht das klassische Material mitkauft, weil es halt im Abo ist, guckt da mal rein. Ja, ihr werdet überrascht sein, was ihr da für Perlen drin findet. Und es mag jetzt so klingen, so nach dem Motto, ja, der akzeptiert nichts Neues, der will nur irgendeinen alten Scheiß lesen. Aber nee, das ist es nicht, weil wenn was Gutes Neues kommt, dann greife ich auch mit Handkuss zu. Ja, wie gesagt, ich hole mir das Nego Nego, ist ein deutsches Produkt, ist gerade neu, verbindet, das habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es kostet, habe ich nicht geguckt, ist mir auch egal. Denn das ist auch so ein Punkt, ja. Wenn mich was überzeugt, dann nehme ich das mit und dann interessiert mich auch nicht, ob das teuer oder günstig ist. Nur, wenn es mich nicht mehr überzeugen kann, dann nützt auch nichts, wenn es günstiger wird. Ja. Es hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass ich nicht mehr so viel Impulse kriege wie früher. Ich war im Internet wesentlich aktiver noch vor einiger Zeit gewesen. Und was da immer ganz schön war, man ist auf Sachen gestoßen worden, die man vielleicht selber ignoriert hätte. Ja, die man vielleicht gar nicht angeguckt hätte, hat er gesagt, ach, weißt du was, guck ich doch mal rein. Und habe auf die Art und Weise natürlich immer mal wieder was gefunden. Naja, also ist es der Markt oder bin ich's? Ich habe keine gute Antwort. Ja, gerade bei der Superhelden-Thematik ist es ja eigentlich so, wir haben jetzt eine Phase, wo die sich eigentlich ja gut wahrscheinlich öffnen könnten und einen viel breiteren Markt erreichen. Ne? Durch die Marvel-Filme, wenn auch nicht bei DC unbedingt, aber die Marvel-Filme bringen ja doch viele Leute dazu, einfach sich mit dem Thema Superhelden zu befassen. Und wenn die sagen, mir gefällt vielleicht so ein Avengers-Film, dann hole ich mir vielleicht auch mal einen passenden Comic dazu. Aber warum können sie das nicht übertragen auf diese Comic-Geschichte? Ich denke, was ein bisschen aufzeigt, woran es liegen könnte, ist die Tatsache, dass Kevin Feige, der als Kopf hinter diesen ganzen Verfilmungen steckt, mit der Comic-Abteilung von Marvel gebrochen hat. Er hat die Leute rausgeworfen, die ihn da beraten sollten, beschäftigt sich mit seinen eigenen Teams, ja, hat seine Schreiber, seine Regisseure, mit denen er eng zusammenarbeitet, arbeitet mit denen Storylines aus und geht so vor, wie man bei Marvel in den 60ern oder 70ern vorgegangen ist. Man führt langsam Figuren ein, man teast hin und wieder was an, man baut langsam im Hintergrund auf, man alles basiert auf den Charakteren und nicht auf Plotpoints. Ganz, ganz wichtig. Ja, es kann sein, dass der Plot von dem Film zu flach geraten ist, aber die Charaktere überzeugen. Warum habe ich so gern Marvel gelesen? Weil ich die Figuren geliebt habe. Warum lese ich kein Marvel mehr? Weil ich die Figuren nicht mehr erkenne. Und nicht mehr das da ist, was ich daran lieben kann. Und ich habe das Gefühl, dass die Marvel-Filme im Augenblick vor allen Dingen die Leute ansprechen, die das, was sie suchen, in den Comics nicht mehr finden.
Das heißt, es ist ganz klar, warum Marvel nicht davon profitieren kann, dass die Filme so gut ankommen. Weil der im Film diese sympathischen Charaktere gesehen hat, wie die zusammenarbeiten, was für tolle Geschichten daraus entstehen, wie super zum Beispiel Iron Man im Spider-Man-Film funktioniert hat, ja, ohne der Story im Weg zu stehen, sondern hat es bereichert, obwohl es nur seltene Auftritte waren und mehr oder weniger ein indirekter Einfluss auf die Handlung gewesen ist, dadurch, dass das Kostüm bereitgestellt worden ist von ihm. Und wie gut auch mit Modernisierung umgegangen wird. Bestes Beispiel, Spider-Man-Kostüm. Ja, also weißt du, Spider-Man hat ein Kostüm, das mit ihm redet und das alle möglichen Techniken Gimmicks hat. Sagt mir ja direkt, totaler Bruch mit Spider-Man, wie man ihn kennt. Die Sache ist nur, hier funktioniert's. Schaue ich in die Comics rein und habe Parker Industries, da funktioniert's für mich überhaupt nicht. Ja, weil ich die Figur nicht mehr erkenne. Wenn Tony Stark so ein Ding um die Ecke bringt, dann nehme ich denen das ab. Wenn Peter Parker auf einmal Tony Stark 2.0 ist, dann sage ich, weißt du was, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Wenn ihr keine Innovation habt, dann lasst's doch. Ja? Und die einzigen, die mehr oder weniger bedient werden, sind die Deadpool-Kunden. Die gucken einen Film, wo lauter abgefahrene Scheiße drin ist, schlagen x-beliebigen Deadpool-Comic auf und da ist auch lauter abgefahrene Scheiße drin. Da kann man halt nicht viel falsch machen. Deswegen funktioniert da das, was sonst nicht so hinhaut. Dann guckt man sich einen Batman-Film an oder guckt sich Justice League an oder Batman vs. Superman oder was auch immer, wird da mit der Zack-Snyder-Version der Charaktere, es kommt ein persönlicher Kommentar, ja, bitte beachten, belästigt wird, dann kriegt man das halt auch nicht in den Comics. Ja, wenn man es gut fand. Wenn man es schlecht fand, dann heißt es auch nicht, dass man in den Comics was kriegt, was man besser findet. Es ist irgendwie, es war schon immer schwer, einen Erfolg von einem Film zu übertragen auf ein anderes Medium. Es ist genauso umgekehrt schwer. Ein toller Film, da machen sie ein Spiel dazu, das Spiel ist scheiße, dann nützt es auch nichts, wenn der Film noch so erfolgreich war. So funktioniert es halt nicht. Ja? Wenn es jetzt Leute gibt, ja, bei Marvel liegt es an Disney, dann sollen sie mal gucken, wie der Han Solo-Film im Kino läuft. Ja? Disney hat auch nicht die Lösung für alles. Und was bei Marvel funktioniert, funktioniert nicht automatisch überall sonst. Weder in Film noch bei Comics. Jetzt hast du aber einen Downer hier reingebastelt. Okay, ich denke, wir werden uns in den nächsten Tagen nochmal sprechen. Vielleicht hast du dann ja noch ein paar schöne neue Innovationen hier auf dem Salon bekommen. Das ist ja wirklich eine Fundgrube an Ideen, so gerade wenn man so an den Ständen ist, wo man sich vielleicht sonst nicht so aufhält, hier drüben bei der Comic Solidarity etc. Da werden wir, denke ich mal, sehen, was sich da Neues ergibt und uns nochmal sprechen. Ich möchte auch noch mal ganz klar betonen, dass ich hier auf der Suche nach den Impulsen bin, die mir in letzter Zeit fehlen. Ich bin hier nicht, um zu meckern, sondern ich bin hier, um Neues zu entdecken. Vielleicht auch Altes, was ich nicht kenne. Aber vor allen Dingen, um wieder neues Material in die Hände zu bekommen, das ich genauso begeistert lesen kann, wie das, was ich jetzt einfach mal so dahingesagt vor 10 Jahren in der Hand hatte. Und ich hoffe, das wird mir gelingen. Dann wieder deinen Spezialstand mit dem abgefahrenen Zeug da, wo du sonst immer bei jedem Salon was kaufst, mit dem leicht überteuerten, aber abgefahrenen Krempel. Ich habe keine Ahnung, wo der dieses Jahr ist. Ich hoffe, er ist hier irgendwo und wenn ich den finde, bin ich mir sicher, da werde ich wieder einen Haufen abgefahrenen, überteuerten Krempel kaufen. Wir werden davon hören. Bis dann. La, 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 la. Live aus Erlangen mit dem Licher Legende und dem Steffen. Cool. Das haben wir uns gegenseitig vorgestellt. Geplant? Ja, normalerweise macht man das ja auch so. Gut. Wir befinden uns jetzt hier in unserem Hotelzimmer und der erste Tag ist praktisch gelaufen. Wie ist denn gelaufen für dich? War ein schöner Tag. Wir haben ja noch 2 vor uns, aber was wir am ersten schon alles geschaffen haben. Also von schaffen? Wir spielen Gott. Was wir alles erschaffen haben, was wir alles geschafft haben, ist schon ganz schön ergiebig, hat Spaß gemacht. Wir hatten auch schon jedes Wetter, cooler Regen. Aber davon abgesehen, war es wirklich cool. Also am ersten Tag müssen wir erstmal die Eindrücke sammeln.
die Zelte, schade, dass Erlang schon vorher gesagt hat, es sind viel zu teuer, um die nächstes Mal wieder zu benutzen, aber die wirken, das ist so cool in der Innenstadt. Ein Zelt auf einem Platz, der nächste nahe Platz, das nächste Zelt macht voll Spaß, außer wenn es regnet. Mhm. In den Zelten wirken die Stände, auch wenn es genauso aufgebaute Stände sind wie sonst in der Heinrich-Lades-Halle, die wirken da viel besser, viel mehr. Aber die Gänge sind enger. Die Gänge sind etwas enger, aber auch in der Halle gab es ja auch teilweise engere Gänge und breitere Gänge und hier ist alles circa gleich breit. Das heißt, wenn die Masse irgendwo lang läuft, dann verjüngt sich der Weg nicht, dann kommt es nicht zu Stau. Es schiebt sich durch. Es schiebt sich sehr gut durch, sage ich jetzt einfach mal. Ich meine, wenn viel los ist, ist überall knüllevoll. Und was dabei dann der Nachteil ist in diesen Zelten, je nachdem, was für ein Wetter man hat, aber heute war es teilweise dann sehr stickig und warm. Was sind denn so deine Highlights vom ersten Tag, wo du sagen würdest, das ist aber schön, dass das geklappt hat? Du weißt ja schon, was du schön fandest, was bei dir geklappt hat. Das waren Sachen, die du auf dem Plan, auf dem Schirm hattest. Ich hatte gar nichts auf dem Schirm, bin irgendwo stehen geblieben, weil du da stehen geblieben bist und habe dann mir auch das Nerdgirl-Heft geholt. Und das fand ich richtig schön, freue ich mich schon, das zu lesen. Gelesen habe ich es noch nicht, ich habe es mir nur signieren und mit Zeichnung versehen lassen von der Sarah Borini. Daneben hat halt der Schießler-Weng-Zeichner gesessen. Marvin Clifford. Genau. Mit dem habe ich ja auch noch nie vorher länger gesprochen, weil es sich nicht ergeben hat. War ja eigentlich ganz witzig, sich mit denen jetzt gerade so zu unterhalten. Scheinbar hatten beide Seiten ganz gute Laune, hat ja ganz gut gefruchtet. Und da daneben war noch zwei Comics, wo sich dann später auch die Zeichner hingesetzt haben. Da will ich dann morgen nochmal hingehen. Und da hatte ich heute vom Martin Clifford, heißt er so? Marvin. Marvin. Martin stimmt irgendwie nicht. Marvin Clifford und von der Sarah Borini habe ich mir heute was zeichnen lassen. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber es war schön. Mhm. War auch nicht so überteuer, weil es ist einfach Heft 5 Euro, Hardcover 10 Euro, ist genau richtig. Mhm. Und Highlights des Tages, irgendwie fand ich es cool, dass mir Leute getroffen, wieder getroffen haben oder uns mit denen unterhalten haben, dass, schauen wir, die Laune von allen Seiten immer überall genau passend war. Mhm. Keiner war irgendwie genervt. Also, außer die Frau am Panini stand. Ja, stimmt, außer die Frau am Panini stand. Aber das ist genau das, wo ich anderen immer raten würde, sag sowas erst gar nicht. Und der LL hat es gesagt, aber ein bisschen Mansplaining betrieben. Prompt. Das, was ich hätte vorhersagen können, ist dann auch gekommen. Gut, dann ist die halt so. Gut, dann bin ich halt so. Gut, die Szene ist vorbei, hat sich eh nicht gemerkt. Ich werde es noch in 20 Jahren wissen. Naja, wahrscheinlich nicht. Da erzähle ich lieber dann die Geschichte von vor 20 Jahren, wo ich ja Eis für meinen Bruder geholt habe. Aber das gehört hier jetzt nicht her. Aber manche, ich kenne die Geschichte schon. Je nachdem, wer das den Podcast hört. Ich habe es heute erzählt bekommen. Ein paar andere kennen die Geschichte auch schon. Ja, also eben gerade waren wir ja in der Abendvorstellung bei über Massengeschmack TV anzuschauen, eine Sendung Comic Talk mit der Hedda von Sinnen und Gästen. Und heute war eine Gästin, die, wie heißt sie, Claudia Schneider, Schmidt. Und im Publikum, also sie ist eine Zeichnerin von dem jetzt frisch erschienenen Comic Myhre. Mhm. Im Publikum saß auch noch einer, der einen Comic gezeichnet hat, der auch besprochen wurde. Das ist halt so eine Online-TV-Sendung, in der die Hedda von Sinnen mit ihren Gästen einfach Comics rezensiert. Mhm. Und live war das viel interessanter, oder vielleicht war es auch interessanter, weil vor Ort zwei Zeichner jetzt noch bei waren. Mhm. Und das war ein richtig angenehmes Thema. Also, oder auch wie die Claudia als Zeichnerin über andere Comics rezensiert hat, unter welchen Aspekt sie das sieht, ist auch viel interessanter, als wenn da irgendeine Hedda sitzt und einfach sagt, ich lese Comics und den fand ich gut, aus dem Grund. Und als Zeichner hat man da noch ein bisschen anderen Blickwinkel drauf, fand ich auch sehr interessant. Mhm. Ja, ich glaube, das kann man hier an dieser Stelle auch sagen, die Claudia ist auch süßnasig, das war auch, um das Wort mal wieder zu verwenden, war auch schön. Ja, das Wort will ich öfters machen. Fanboys hier. Ja, ja, Essen war jetzt nicht so das Highlight, aber hat man auch gemacht. Und von daher ist der Tag doch so rumgegangen, ohne dass ich mir die Hucke mit Nachstrich voll geschlagen habe. Sehr vernünftig. LL sehr gut gemacht. Sei stolz auf dich.
Du kannst jetzt noch die Minibar plündern, wenn du willst. Nee, ich glaube, das geht auch auf deine Rechnung. Das lasse ich. Ja, meine Highlights, also hat es ja gerade schon angekündigt. Ich hatte eigentlich zwei fixe Programmpunkte auf dem Plan. Das war einmal Sarah Burini mit dem Nerdgirl und das war dann einmal Sascha Wüstefeld mit seinem Upgrade, beziehungsweise diesmal war es ja eine Sonderausgabe, nämlich das Downgrade, das aber eine XXL-Version praktisch ist, also in einem Zeitungsformat, das wirklich richtig groß ist, daherkommt. Und ja, die beiden Programmpunkte konnte ich mir auf jeden Fall erfüllen. Was für dich das Highlight war, dass du beim Sascha warst, ist ja für jemand anders, der da wartet, bis du endlich durch bist, nicht mehr das Highlight, weil es hat sehr lange gedauert, weil er fängt immer mit jedem an zu schwatzen und zeichnet nicht, sondern schwatzt nur noch. Mhm. Das ist zwar für den, der gerade dran ist, sehr schön, aber vor dir waren ja auch noch zwei oder eine. Ja. Und bis du dran warst, das hat ja sehr, sehr lange gedauert. Aber ich kenne ja den Sascha jetzt auch schon ein Weilchen. Ich weiß halt auch, dass er sich relativ schnell ablenken lässt und von daher kann ich dann auch reagieren. Deswegen gucke ich mir dann halt so eine Signierschlange da auch an. Also bevor wir schon mal da waren, war die deutlich länger. Habe ich gesagt, nee, da stelle ich mich jetzt halt dann nicht an. Und dann waren es halt nur noch zwei Leute, die da vorgestanden haben. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt komm. Dann hat dann zwar auch trotzdem noch eine Weile gedauert, aber ich habe dann auch nach mir in der Signierschlange aufgetaucht, ist dann der Zapf. Falk Holzapfel und mit dem habe ich mich dann auch nochmal nett unterhalten. Wir kennen sie jetzt auch schon ein Weilchen und von daher, das hat heute auf allen Ebenen Spaß gemacht. Super viele nette Leute wieder getroffen, nette Gespräche geführt und krönender Abschluss war halt jetzt auch noch der Comic Talk, obwohl wir den fast verbaselt hätten, weil ich irgendwie eine andere Startzeit im Sinn hatte. Ich hatte 20.30 Uhr, aber das ist dann morgen die Max und Moritz Gala. Morgen, genau. Ja, können ja aber auch sicherheitshalber nochmal gucken, ob das dann auch wirklich so ist. Aber wir sind dann 3 nach 20 Uhr hier losgestürmt und kriegten aus dem 50-50 Theater die Nachricht vom befreundeten Andi vom Telestammtisch. Die Nachricht, dass sie gerade am Soundcheck sind und es kamen trotzdem nach uns immer noch Leute. Also wir waren rechtzeitig da. Sie hatten noch gar nicht richtig angefangen. Es war gerade noch so ein bisschen Vorgeplänkel und tralala. Und selbst als es dann richtig losging, kamen immer noch Leute rein. Und viel später haben wir... Unverschämtheit. Leute, die zu spät kommen, also die nach uns kommen, meine ich damit. Unverschämtheit. Wenn es angefangen hat, Mensch, dann darf man nicht mehr rein. Nein, aber... Dafür wollten sie auch gar nicht unsere Tickets sehen irgendwie, sondern wir haben dann uns einfach erstmal da hinten hingesetzt und dann hat man relativ früh eine Pause gemacht wegen der Luftverhältnisse im Theater. Irgendwie hat man wohl gesagt, aus tontechnischen Gründen will man erstmal die Klimaanlage runterfahren und später hat man dann nochmal einen Test gefahren und hat gesagt, nee, es geht auch mit. Und als dann diese Pause, die wie gesagt nach 2-3 besprochenen Titeln schon kam, Rumba hat man uns dann nochmal einen besseren Platz vorn an der Bühne zugewiesen, weil da schon wieder irgendjemand nicht mehr auf den Platz zurückgekehrt war oder so. Aber von daher alles noch gut gelaufen zu unserer vollsten Zufriedenheit. Und also ein rundum gelungener erster Salontag aus meiner Sicht und aus deiner ja wohl irgendwie auch, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, also auf der Herfahrt war ich ein bisschen arg müde, aber einen Tag über war es verflogen. Ja, das belebt halt, ne? Ja. Und was wir noch entdeckt haben in Halle C ist der nette Zeichner, den wir Patrick uns in der Comic-Con Frankfurt nochmal empfohlen hatte, den wir aber da auch schon irgendwie entdeckt hatten im Vorfeld. Den haben wir da wieder entdeckt. War aber gerade ein bisschen belagert. Wir waren gerade dran. Ja. N. Spender war gerade dran, den ihr im Intro idealerweise gehört habt, wenn das klappt. Und genau. Und also ein nettes Foto mit Hennis Spender gemacht, von ihm übersetzten Dialektband gekauft. Was auch noch ein Highlight war, ist der neue Mickey Mouse Band, den es jetzt hier schon gab. Ganz neue. Ja, der ganz neue. Mit der ganzen Reihe. Also finde ich jetzt grafisch bisher auch am allerschönsten. Geht halt so ein bisschen in die Steampunk-Richtung.
Steam Noir wollte ich schon sagen. Das ist ja wieder eine eigene Serie, eine Steampunk-Richtung. Und hat halt auch wunderschöne Verzierungen schon auf dem Cover. Allein das Cover ist schon eine Augenweide und das ist einfach genau toll. Beide, ja. Am liebsten hätte ich beide Drucke genommen, aber man durfte nur einen nehmen. Ja, also wunderschöner Band. Der ist gezeichnet von, lass mich kurz gucken. Also stehen auf dem Cover stehen Filippi und Camboni. Keine Ahnung, wer es jetzt geschrieben und wer es gezeichnet hat. Müsste ich dann nochmal genau nachgucken. Und was habe ich noch? Ich habe von den, da ich bei den Kultcomics war am Stand und mir von Erik den extra jetzt zur Messe erscheinenden DD-Miniband holen wollte, ein bisschen Unfall, ein bisschen Mord, habe ich nebendran auch noch von Sascha Dörb was entdeckt, und zwar Ratten. Habe ich mir dann auch direkt mal mitgenommen. Sah irgendwie interessant aus, ist jetzt nicht so ganz der typische Stil, der mich normalerweise fängt, aber ich glaube, zu dem Band passt das sehr gut und er hat es auch gut verkauft. Und da sage ich dann halt auch ganz gern mal ja. Natürlich nehme ich es dann auch mit. Und wir haben sehr viele Visitenkarten verteilt und hätte ich uns gar nicht zugetraut. Unsere Aufkleberlesezeichen. Wir sind sehr stolz auf uns. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir es so gut an den Mann bringen und an die Frau. Ja. Manche konnten mich echt mit diesem Doppelgimmick überraschen. Das ist ein Lesezeichen mit einem integriertem Aufkleber ist. Hammer. Ja. Hammer. Ja. Nee, wie gesagt, viele schöne Kontakte gemacht, also neue Leute getroffen, alte Leute wieder getroffen, die man schon kennt. Also hat echt Spaß gemacht. Ja, eigentlich so, wie man sich Erlangen wünscht, wie es sein sollte. Mhm. Und wenn manchmal die Leute zu hektisch an einem vorbeilaufen, dass man sie nicht anspricht, ist es nicht so toll, aber heute kam das überhaupt nicht vor. Der Horst hat sich auch gleich zu uns gestellt. Ja. Wunderbar. Falls ihr so ein Lesezeichen haben wollt. Es ist jetzt eh zu spät, weil wenn das erscheint, ist Erlangen wahrscheinlich schon rum. Bei eBay für 100 oder 1000 Euro ersteigern. Nein. Wir werden aber demnächst mal was, das ist eigentlich eine gute Idee, wir werden vielleicht demnächst mal was machen, wo es dann einfach mal so ein Lesezeichen zu gewinnen gibt vielleicht. Ja, sowas hat nicht jeder. Ja, das können wir eigentlich mal machen. Das ist ein schönes Lesezeichen. Ja, mit den Illustrationen von Lichère Legende drauf. Besonders schön geworden. Ein Lob stinkt. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns auf morgen. Morgen werden wir dann, dadurch, dass wir jetzt eigentlich so die meisten Ziele schon erreicht haben, ich hätte mir jetzt für morgen eigentlich nur noch mal ein bisschen auf die Fahne geschrieben, am Stand 10 noch mal, nach Halle 10 noch mal vorbeizugucken bei dem Künstler, wo wir gesagt haben, dessen Name mir gerade wieder nicht einfällt, aber italienischer Zeichner, der sehr viele Disney-Motive so zeichnet, und da lohnt es sich eigentlich immer mal vorbeizugehen. Da bezahlt man halt dann für die Motive, aber das ist ja wohl ganz klar, der hat jetzt halt keine Comics da. Und mein Plan ist, mir da einen Goofy und einen Max zeichnen zu lassen. Und dann bei Marvin Clifford nochmal vorbeizugehen, der hat jetzt auch irgendwas Neues da liegen gehabt, was ich auch noch nicht kannte, so ein Softcover, das sah ganz interessant aus. Und die Mürrezeichnerin. Und die Mürrezeichnerin, genau, da wollen wir natürlich auch hin. Ansonsten, wie gesagt, morgen geht es ja dann auch schon ein bisschen länger, dadurch, dass es morgen nicht erst um 12 losgeht, sondern schon um 10. Ansonsten haben wir eigentlich, denke ich mal, vor, dass wir morgen auch weiterhin ein paar Interviews vielleicht führen können mit dem einen oder anderen. Und wir haben auch irgendwelche lustigen Sachen geschenkt bekommen, die da irgendwie kleiner Klopfer heißen. Das ist jetzt aber, naja, für mich ist nicht so gut. Für uns beide gerade nicht so doll ist. Morgen wird das neue Spielerprogramm, der neue Katalog vorgestellt. Wenn wir es hinkriegen, gehen wir da mal hin, weil das habe ich noch nicht. Genau, wir wollen ja auch mal Veranstaltungen mal gucken, eventuell. Ja, vielleicht vorher, bevor sie stattfinden. Also nicht so wie heute. Wir wollten zuerst ins Pressebüro, weil ich wollte mir zuerst die Pressemappe holen, um zu wissen, was los ist. Mhm. Habe sie mir auch gleich geholt, einen Rucksack gesteckt und dann nicht mehr reingeguckt. Das ist der erste Tag schon rum. Mal gucken, was wir alles verpasst haben heute. Morgen gucken wir vorher mal rein. Vielleicht. Wenn wir es nicht wieder vergessen. Genau, und der Lichère-Legende guckt auch heute nochmal in Möhre rein, ob er sich das dann vielleicht nicht auch gönnt. Genau, also ich habe... Nachdem er jetzt heute so einen süßnasigen Kontakt... Ja, genau, nach dem süßnasigen Kontakt, jetzt habe ich sie auch so ein bisschen im Stich gelassen. Sie hat ja gesagt, sie ist nachher noch in der Gegend,
können wir ja uns unterhalten. Das sind wir jetzt schon. Ah, ihr Freund war dabei, es ist die Zeit leider. Ich glaube, das ist war ihr wurscht. Der Yogi würde das bestätigen, wenn er bei mir jetzt wäre. Der bestätigt das immer. Naja, gut. Also, dann sagen wir mal, gutes Nächtle aus und bis morgen. Bis morgen, in wenigen Sekunden. Guten Abend. Nach diesem anstrengenden Schnitt. Schnitt. So, wir sitzen jetzt hier gerade im Schlosspark. Der Andi vom Das Alles Podcast hat hier einen begnadeten jungen Künstler beigebracht, den Jonas. Stell dich doch mal vor, Jonas. Ja, hi, mein Name ist Jonas Scharf. Ich bin Comiczeichner und ja, hauptsächlich US-Comics und ja. Ja, du wohnst in Nürnberg. Hat mir noch nicht gehört, sondern eben nur in der Aufnahme, die ich leider versaut habe. Deswegen müssen wir die Aufnahme jetzt wiederholen, ist aber nicht schlimm. Sag uns doch einfach mal, was du schon alles gezeichnet hast. Ja, nicht ganz Nürnberg, bisschen außerhalb, aber ja. Okay, also, ich habe mein erster Comic war Warlords of Appalachia. Ist jetzt schon seit ein paar Monaten der Sammelband raus. Den gibt es auch käuflich zu erwerben, überall. Und für Boom Studios war das. Und ich habe bisher das meiste Zeug eigentlich für die gemacht. Nach Warlords habe ich dann für Sons of Anarchy ein paar Cover gemacht. Ein paar Illustrationen für einen Illustrated Novel von Big Trouble in Little China. Dann relativ im Anschluss dran War for the Planet of the Apes, 4 Hefte für, wie gesagt, Boom Studios. Relativ zeitgleich habe ich dann noch angefangen für Waxwork Records was zu machen. Das ist eigentlich eine Plattenfirma, die jetzt vor kurzem ihr eigenes Comic-Ding gestartet haben. Wie gesagt, machen eigentlich Soundtracks für Filme, also legen die neu auf, Film-Soundtracks auf Schallplatte eben. Und die haben jetzt ihren eigenen Original Content halt gestartet, indem sie einfach Comics rausbringen mit Soundtrack auf Schallplatte. Ist wie so eine Horror-Anthologie einfach. Ja, und dann nach War for the Planet of the Apes 4 Hefte Power Rangers 21 bis 24. Und meine neue Serie heißt Bone Parish, geschrieben von Cullen Bunn, die kommt jetzt raus im Juli. Kommt auch bei Boom Studios dann? Genau, ja. Okay, und es gibt ja nicht so viele Künstler, die es über den großen Teich geschafft haben, also deutsche Künstler. Nick Klein fällt mir da natürlich ein und ein paar andere. Wie ist das Ganze passiert? Also musstest du dir die Haxen abrennen oder viele Sachen durch die Gegend schicken? Wie ist das passiert? Also ich bin tatsächlich auf DeviantArt damals angeschrieben worden. Durch eine Direktnachricht von einem Redakteur, der meinte, ja, er ist von Boom Studios ein Redakteur und ich soll mich mal bei ihm halt eben per E-Mail melden. Dann war ich erstmal ein bisschen perplex und habe erstmal ein bisschen recherchiert, ob das überhaupt alles so mit rechten Dingen zugehen kann. Und ja, hat sich dann herausgestellt, dass das tatsächlich halt der Eric Harburn war, mit dem ich jetzt auch wieder Bone Parish mache. Und ja, dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich hatte halt noch ein paar Sachen, die ich erst fertig machen musste, bevor ich anfangen konnte mit Warlords. Und ja, paar Wochen oder Monate später habe ich dann meinen ersten US-Comic gezeichnet. Wahnsinn, also das ist ja, ein sehr großes Glück quasi halt, ne? Also ich sehe in der deutschen Szene immer sehr, sehr viele, die sagen, die sehr oft ein bisschen so am Lamentieren sind und keiner schätzt das so richtig, was wir machen und du wurdest halt gefragt. Das ist natürlich nicht schlecht. Wenn man was von dir käuflich erwerben will, was ist da der idealste Weg dafür? Also nachdem die meisten Sachen bisher noch nicht als Sammelband draußen sind, War for the Planet of the Apes kommt jetzt im Juli als Sammelband raus. Sammelbände kannst du bestellen über Amazon oder natürlich besser direkt über einen Comicladen bestellen. Dann haben die auch was davon. Serien kann man in den meisten Comicläden auch bestellen. Dann holen die halt eben aus Amerika. Aber auf Deutsch bisher noch nichts. Alles auf Englisch und ja.
überall, wo es Comixology auch digital, wer digital liest. Ja, überall, wo es Comics gibt eigentlich. Und da war doch noch was, ich gebe mal so ein Stichwort, Big Trouble in Little China. Habe ich, diesmal habe ich dran gedacht, diesmal habe ich dran gedacht. Beim zweiten Take habe ich dran gedacht. Okay, bist du nur noch heute hier oder? Wahrscheinlich ja, also ich habe nur heute eingeplant, weil ich noch ein bisschen Arbeit habe übers Wochenende. Montag habe ich eine Deadline für Layouts, für Issue 2 von Bone Parish und ja. Machst du das jetzt hauptberuflich oder wie stelle ich mir das vor? Ja, ich mache das hauptberuflich. Also wenn es sein muss, 7 Tage die Woche, idealerweise so 6 Tage, ja. Und hast du in die Richtung was gelernt oder ist es autodidaktisch quasi? Also bist du Illustrator, machst du auch Werbung oder wie... Weil es ist ja sehr selten der Fall, gerade in Deutschland, dass die Leute auch wirklich davon wirklich leben können. Also ich bin gerade komplett geflasht. Es geht anscheinend doch. Ja, so viel Geld verdient man nicht, gerade am Anfang. Aber ja, ist schon mühselig. Ein bisschen muss man sich schon erarbeiten, bis man dann irgendwann mal anständig verdient. Wo man gerade auch für die Arbeit, die man halt reinstecken muss. Aber es geht schon, ja. Gelernt... Das Comiczeichnen habe ich mir im Prinzip mehr oder weniger selber beigebracht. Ich habe studiert in Nürnberg an der Ulm Design. Also ich habe einen Bachelor. Und ja, seit dem Abschluss habe ich halt ein bisschen so als Illustrator gezeichnet und als Illustrator gearbeitet. So. Und ja, dann 2016, glaube ich, war es, habe ich dann meinen ersten Comic gezeichnet halt, ja. Also das ist natürlich auch ein Raketenstart von 2016 bis jetzt. Also ich bin echt komplett begeistert, dass das offenbar doch geht. Hört ihr, dass da draußen es geht? Wie sind denn deine Comic-Wurzeln? Was sind so Serien, sag ich mal, die dich geprägt haben? Also ich habe als Kind hat mir meine Oma immer die Mickey-Maus-Hefte mitgebracht. So habe ich quasi angefangen zu lesen, also Comics zu lesen, es muss auch während der Schulzeit gewesen sein. Ich glaube, ich habe parallel lesen gelernt und halt irgendwann hat mir mein Vater nicht mehr die Comic-Hefte vorgelesen, sondern ich habe es dann irgendwann selbst gelesen. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, weil ich natürlich ein riesen Star Wars-Fan war, dass es tatsächlich von damals war, also in Amerika Dark Horse, hier war es, glaube ich, Panini, die es verlegt haben, gab es Star Wars-Comics. Und so bin ich dann drauf gekommen, so hat das Ganze angefangen, dass ich dann so ein bisschen auf die US-Comics gekommen bin. Aber so das riesige Know-how, wie es vielleicht manche andere, habe ich nicht. Weil auch immer Comics sind auch teuer, ist ein teures Hobby auch. Als Schüler ist das immer muss man ein bisschen sich zurückhalten. Aber ja, immer selber auch Comics gezeichnet. Ja. Okay, Andi, war das alles? Das war alles. Außer ihr habt Twitter und Instagram vergessen. Habt ihr vergessen, oder? Vergessen. Ja, also. Ich bin auf Twitter und Instagram zu finden. Und auf Instagram ist es j-scharf, glaube ich. Und auf Twitter scharf-jonas. Ja. Da könnt ihr mich, oder ihr googelt einfach. Das geht auch. Ja. Alles klar. Nehmt ihn in eure Liste auf. Bis denn. So, zurück im Schlosspark sitze ich hier mit einer, ich muss schon sagen, fast alten Bekannten, nämlich vom Comic-Salon vor 2 Jahren, Sabrina Schmatz. Hallo Sabrina, wie geht's dir? Hallo, servus. Mir geht's relativ gut, also eigentlich sehr gut. Also der erste Tag ist relativ stressfrei gelaufen. Das Wetter ist Gott sei Dank nicht mehr so heiß wie gestern. Also von dem her passt alles. Alles sehr gut. So, wir hatten dich ja schon vorgestellt mit München 1945. Da ist ja mittlerweile Band 4 draußen. Magst du ein bisschen was dazu zu erzählen? Ja, sehr gern. Also Band 4 ist bis dato mein persönlicher Favorit, weil eine Freundin und ich dran zusammengearbeitet haben, mehr oder weniger, da die Story sich
bevor sie fertiggestellt wurde, sich nochmal ziemlich geändert hat. Also ich hatte ein bisschen noch mehr Drama, wollte ich einbauen, aber dann haben wir gemeint, okay, wir müssen mal ein bisschen Schritt zurück machen, weil es geht ja auch um die beiden an sich. Das heißt, Band 4 dreht sich in der zweiten Hälfte von dem Comic wirklich eher explizit um Daniel und Constanze und auch, wie sie damit umgehen, dass sie ja, sich im Endeffekt mögen und das auch letztendlich mal zugeben. So viel mal vorweg, dass sie da sich mal ein bisschen näher kommen und sagen, trotz der schweren Zeiten, warum haben wir nicht das Recht, dass wir vielleicht doch mal zusammenfinden? Ja, um vielleicht Hörern, die es noch die alte Folge nicht gehört haben oder auch da, wo ich die Bände ein bisschen rezensiert habe, München 1945 geht es um im Prinzip auch eine Liebesgeschichte zwischen einer Deutschen 1945, nachdem die Macht übernommen wurde von den Alliierten und die sich dann in einen GI verliebt. Ja. Was mich besonders jetzt interessiert, wie bereitest du dich auf das Szenario vor? Ich meine, wir waren beide jetzt nicht dabei. Ja. Wie recherchierst du da? Was machst du da? Ich versuche immer, dass ich pro Band ein Thema aufgreife, wo ich sage, das würde ich gerne ein bisschen mehr ausführen. Band 3 war eben so ein bisschen die Verarbeitung. Da ging es ja darum, dass Daniel gerne wissen wollte, wie ist es dann dazu gekommen? Und dann machst du dir selber Gedanken, okay, was war der Ausschlaggeber? Und vor allem versuche ich mich immer selber hineinzuversetzen, wie reagiert man selbst auf das Ganze? Was ist, wie würde man da selbst damit klarkommen? Und so fange ich eigentlich immer an, dass ich dann da versuche zu recherchieren, anhand von Dokus, dass ich schaue, okay, was ist die offizielle Aussage, weil viele sagen dann immer, ja, hättest es ja abwenden können. Schaut man sich aber dann andere Zeitzeugen an, die sagen, das war ja gar nicht so leicht. Und anhand von dem versuche ich mich dann ein bisschen darauf vorzubereiten. Also jedes Band hat so sein eigenes Thema. Band 4 war eben, jetzt muss ich kurz überlegen, was da am Anfang passiert. Genau das ist, Band 4 war halt eben, wollte ich dann noch mit reinbringen, weil ich fand, das war auch ein bisschen zu blauäugig von Constanze und von Daniel, dass sie halt so versuchen, das alles so ein bisschen so beiseite zu schieben. Und das Umfeld aber sagt, ja, hör mal her, hier war Krieg, ne? Das sind die Feinde oder das sind die Besatzer. Wie gehst du damit um? Das kann jetzt ja nicht sein, dass du den magst. Oder auch Daniels Kumpane, der sagt, du musst mal ein bisschen gucken und aufpassen, weil so wie du dich dir gegenüber verhältst, kann es auch andere dazu verleiten, dass sie sich denken, die deutschen Frauen sind ja sehr leicht zu haben. Also das wollte ich ein bisschen aufgreifen, dass die sehen, okay, wir müssen mal ein bisschen aus der Blase ein bisschen raus. Das ist ja nicht alles quietschi. So. Und die Szenarios, also die du zeichnest es ja auch sehr schön, wie München zu dieser Zeit aussieht. Wie bereitest du dich da drauf vor? Da habe ich Glück. Da habe ich zwei oder sogar drei sehr tolle Bildbände dazu. Einmal dieses Ramadammer, was wirklich kurz danach war. Und Bomben auf München und noch München nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das sind wirklich, da nehme ich eigentlich die meisten Referenzen her, weil da sind wirklich verschiedene Plätze, wie es danach aussah. Ansonsten, wenn ich sage, okay, ich will jetzt gerne wissen, wie sah der Stachus zu der Zeit aus, dann verlasse ich mich auf Google und gebe halt einfach Stachus nach Zweiter Weltkrieg oder 45 ein. Und meistens habe ich dann Glück. Man muss nur mal aufpassen, weil manchmal ist es dann schon in den 50er Jahren, was immer noch zerbombt aussieht, aber halt schon so halbwegs wieder hergerichtet wurde. Das ist, darüber richte ich mich eigentlich am meisten her, dass ich da versuche, über die Bildbände und dann halt Google Search mir da zu bemühen. Hast du denn auch Feedback, sage ich mal, jenseits der Comic-Szene? Also gerade, wenn du hast ja München genannt und da ist ja zu erwarten eigentlich, dass auch Münchner einfach das nehmen, weil es ums Thema München geht, die sonst keine Comics lesen. Hast du von denen eine Resonanz? Wie nehmen die das Thema auf? Also von Münchnern noch nichts, also so direkt Feedback von aus München nicht so wirklich. Also das ist echt breit gefächert, weil ich war jetzt immer auf den großen Messen in Erlangen, in München, in Berlin war ich jetzt Ende April. Also so direkt, die jetzt sagen, ah du, ich komme aus München und ich kann das für nachvollziehen. Wobei ich, glaube ich, einen mal hatte, der hat gesagt, dass seine Oma eben ganz viel davon zu erzählt. Die Oma hat immer ganz viel vom Zweiten Weltkrieg erzählt. Und er findet ganz viele Geschichten, die sie erzählt hat, findet er in Band 1 und 2 so, kann er sich, erinnert sich halt wieder daran, was sie erzählt hat. Also es passt so eins zu eins, was die Oma damals erzählt hat. Also das war jetzt so das Feedback, was mir mal direkt hängen geblieben ist. Genau. Okay, kannst du uns verraten, auf wie viele Bände die Serie ausgelegt ist oder ist es noch offen?
Also ich würde gern irgendwas, sonst ist offen, ich könnte da mal natürlich immer wieder Ideen kommen. Es kommen immer wieder, wenn man sich jetzt wieder eine Filme anschaut oder Dokus anschaut oder letztens habe ich mir die so eine aus den 80ern Blut und Erde, wo es eben um die Hitlerjugend ging, wo ich mir dachte, ah geil, da könntest du noch ein Feedback, nicht Feedback, wie sagt man? Flashback machen von Roman, wie er eben bei der Hitlerjugend war. Ich muss aber aufpassen, dass ich mich natürlich jetzt nicht verliere, weil im Endeffekt muss ich es ja auch mal zu Ende bringen. Also 6 Bände auf jeden Fall, aber ich würde gerne im 5. doch ein bisschen Hintergrund zu den Charakteren nochmal erzählen. Zum Beispiel, weil ja auch Trevor und Daniel sich ja nicht so leiden können, aber er ihn im Krieg ja mal gerettet hat. Das würde ich gerne mal so noch ein bisschen aufgreifen, wie das war. Also im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, werden 7 Bände. Also da würde ich gerne mit dem Schwarzen Turm nochmal reden, ob 7 Bände auch okay sind. Ansonsten muss ich schauen, dass ich es auf 6 quasi dann abschließe. Okay, und schon ein Projekt für danach geplant? Also auf jeden Fall. Also ich habe ja immer, Stories hat man ja so, glaube ich, jeder Zeichner immer im Kopf. Und ich habe eine Geschichte, die mir schon seit 15 Jahren so irgendwie auf der Seele liegt, wo ich auch schon mal angefangen hatte. Dann habe ich aber den roten Faden verloren. Und ja, die versuche ich sogar, dass ich jetzt schon anfange, da zu recherchieren, zumindest ein Storyboard mache und da vielleicht sogar schon mal nebenher parallel zum München 145 vielleicht was mache, weil sonst müsste ich ja das nochmal 2 oder im schlimmsten Fall 3 Jahre hinausziehen und das ist, man wird ja nicht jünger. Jetzt bist du schön ausgewichen zum Thema, um das es geht, ne? Ach so, um was es gehen soll? Ja, das ist, wie soll ich sagen? Also das geht um Indigo-Kinder. Also Indigo-Kinder werden quasi bestimmte Jahrgänge genannt, die so ein bisschen supernatural veranlagt sind, sage ich mal, die sehr feine Gefühlswellen haben, die vielleicht sogar Dinge bewegen können, die von sich selbst aus sagen, sie fühlen sich auf der Erde nicht wohl, weil sie eigentlich von woanders herkommen. Das Ganze soll in New York spielen, weil mich das schon immer so ein bisschen fasziniert hat. Und es soll um so eine Gruppe gehen, wo eben darunter sich so Indigo-Kinder befinden. Aber es soll halt so ein Thriller, Krimi, es soll auch Detective vorkommen mit Mord. Also es ist so ein Mischi-Maschi. Es ist immer, wenn ich es erkläre, ist es vielleicht ein bisschen wirr. Aber ich würde sowas gern machen. Einfach so ein bisschen Supernatural mit Creamy Thriller. Genau, und vielleicht ein bisschen Horror. Also so alles so ein bisschen in einem. Okay, also was ganz anderes, als es jetzt eigentlich ist. Ja, okay. Hätte ja sein können, dass du dich am historischen Setting irgendwie jetzt festgebissen hast, dass jetzt demnächst kommt, was weiß ich, Potsdam 1916 oder so. Nein. Hat der Kollege schon gemacht, ja, eigentlich müsstest du jetzt noch mit 1933 anfangen, wie es losgegangen ist. Ja, okay, also natürlich das Setting oder das Allgemein gibt relativ viel her. Ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht noch, ja, man überlegt ja auch immer noch Spin-offs. Man könnte ja sagen, okay, man macht vielleicht mal ein Band, wo man rein von Daniel erzählt, wie er in Deutschland eben mit seinen Leuten einmarschiert ist, dass man da noch mal ein bisschen Kriegsflashback macht oder eben wie es mit der Konstanze gegangen ist zu Kriegszeiten, muss man mal sehen, ob da vielleicht noch was geht, eventuell. Das wäre vielleicht, also für mich so als Einzelband, wo man sagt, ein Teil Daniel, ein Teil Konstanze so als nebenher, das wäre vielleicht noch eine Idee. Weil man kann ja nicht alles, deswegen will ich ja den Rahmen von den Bänden nicht zu sehr sprengen, vielleicht kann man da mal irgendwann noch so ein Spin-off-Einzelband machen. Ja, du hast ja eine schnelle Output-Zeit, ne? Also wie gesagt, 2 Jahre sind vergangen und es ist schon Band 4 jetzt, also das, da brauchen manche 10 Jahre für, ne? Oder werden gar nicht fertig. Das gefällt mir schon sehr gut. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. So, du bist ja auch als Künstler hier, logisch, aber guckst du dir vielleicht auch irgendwas an eine Ausstellung oder willst du von bestimmten Künstler was holen, der hier ist vielleicht? Auf jeden Fall. Ich war jetzt heute schon ein bisschen am Rumschauen, weil ich kenne natürlich auch viele Zeichner, die gesagt haben, sie sind hier vor Ort. Man will natürlich viel reden, sich treffen. Ich habe jetzt heute eine Podiumsdiskussion geschafft, das mit der, wie nennt man das nochmal, das, wo sie darüber geredet haben, ob jetzt bei einem Comic allgemeines Artwork wichtig ist oder die Erzählungsstil oder wie sich Comic und Mangas eben nebenher, das fand ich sehr interessant. So gesehen, also viel werde ich aber nicht mitnehmen, weil ich morgen, oder ich bin ziemlich eingebunden, ich liebe halt signieren und deswegen bin ich viel am Schwarzen Turm.
werde aber auf jeden Fall noch beim Avant Verlag vorbeischauen oder bei CrossCult, weil man läuft rum und denkt sich natürlich, ah, das und das und das und das nimmt man mit. Oder eben von ganz vielen Zeichnerkollegen will ich auf jeden Fall auch noch was mitnehmen. Also da will ich noch ordentlich einkaufen. Das Gehalt kam ja Gott sei Dank erst. Hey. Stichwort Schwarzer Turm. Was sollte man außer deinem Band natürlich unbedingt jetzt auf dem Schirm haben, was der Schwarze Turm rausgebracht hat? Also momentan nimmt ja auch der Schwarze Turm viel von, was mir extrem aufgefallen ist, ganz viel von Zeichnern auf, die eigen verlegt haben und verkauft es über den Schwarzen Turm, was ich auch sehr, sehr geil finde. Natürlich kann man da auch jetzt Olivia Fiewigs Endzeit machen, auf jeden Fall, ist ein Muss. Jetzt komme ich ein bisschen ins Strauchen, weil ich bin ich gerade ein bisschen aufgeregt. eigentlich, was kam denn da jetzt alles so raus? Ich habe es alles vor Augen. Die Tochter des Schmieds? Genau, auf Masso, ja, auf jeden Fall Masso. Von der lieben Ines auf jeden Fall kaufen, weil es ist einfach mit Liebe gemacht. Ich finde es so toll, dass sie es endlich geschafft hat und das Cover und überhaupt. Und es ist einfach so eine geile Qualität. Das ist neu rausgekommen, auf jeden Fall von meiner lieben Kollegin Kami. Get Your Man kann ich immer wieder empfehlen. Ansonsten schaut auf jeden Fall beim freibeutershop.de vorbei. Da sind alle Neuerscheinungen. Also eigentlich, ich finde es nämlich ganz toll, dass der Schwarze Turm so viel von den deutschen Zeichnern unterstützt. Und feel free, weil es ist für jedes Genre, für jeden, ich glaube, ist was dabei. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich finde es toll. Ein hervorragendes Schlusswort. Ich danke dir. Ich sag auch vielen Dank und noch viel, viel Spaß. So, mal wieder im Schlossgarten. Ich sitze hier mit Ines Kort von Masu. Hallo Ines. Hallo. Wie waren denn deine ersten Tage jetzt so mit deinem neuen Buch? Eigentlich so ziemlich fantastisch, muss ich sagen. Ich meine, wenn man ein Buch rausbringt, hat man ja immer so die kleine Befürchtung, oh Gott, wollen das die Leute jetzt überhaupt? Wie sieht das aus? Wie reagieren die Leute, wenn sie an den Stand kommen? Natürlich ist das auch so ein bisschen übertrieben zu denken, okay, es wird keiner kaufen, aber diese Angst existiert ja immer so ein bisschen. Und also die ersten zwei Tage waren einfach schon sehr toll. Also die Verkäufe waren wirklich gut und die Reaktionen waren sehr schön und sehr lieb. Also ganz viele Leute sind halt gekommen und haben gesagt, ah, sie haben den Comic halt vorher schon im Web gelesen, weil das war ja vorher schon seit 2013 ein Webcomic. Und ich finde sowas total toll, dass Leute kostenlos einen Comic lesen und dann aber auch mit einer großen Begeisterung bereit sind, diesen Comic dann auch nochmal zu kaufen und dafür Geld auszugeben. Und das finde ich so schön. Das war schon eine Reaktion, die mich sehr, sehr gefreut hat. Und ich hoffe, es geht jetzt die nächsten zwei Tage noch so weiter. Aber der Anfang war schon mal sehr toll, muss ich sagen. Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen, erklär doch mal, was ist Masu? Masu Schmieds Tochter ist, wie ich schon sagte, ein Webcomic, den ich 2013 angefangen habe auf Deutsch, dann irgendwann mich entschlossen habe, den auch auf Englisch rauszubringen, dann auf der Pestic. Das heißt, der läuft zweisprachig oder lief zweisprachig, ist ja jetzt mittlerweile abgeschlossen. Und es ist eine Fantasy, also High-Fantasy-Geschichte über ein kleines Mädchen, die ihren Vater versucht zu retten in einer Welt, die ihr ganz schön feindselig gegenübersteht und auch so ein bisschen die Frage im Raum steht, wie soll sie das alles alleine eigentlich überleben? Und dann geht es halt darum, seine Geschichte über Mut und aber auch um Freundschaft und diese großen Themen, aber halt verpackt in einem Fantasy-Märchen, einem traditionellen Fantasy-Märchen. Und wie bist du drauf gekommen, damals das zu machen? Also ich sag mal, das ist mit sehr viel Arbeit wahrscheinlich verbunden, du stellst es so ins Netz rein. Wie kam der Gedanke? Also der Gedanke, ganz grundsätzlich einen Webcomic zu machen, kam mir, weil ich schon einige Webcomic-Zeichner in dieser Zeit halt verfolgt habe. Also zum Beispiel Asja Wiegand damals mit Gestern noch.
Damit fing das bei mir so ein bisschen an mit Webcomics. Dann merkte ich, es gibt ja noch mehr irgendwie. Sarah Borini mit dem Ponyhof habe ich dann halt gesehen und den Mario Bühling mit seinen verschiedenen Webcomic-Projekten. Und dann dachte ich mir so, Webcomic, irgendwie ist das etwas, was mir gefallen könnte. Und es war auch so gewesen, ich habe vorher Manga gezeichnet und habe dann irgendwann so um 2011 bis 2013 angefangen, radikal meinen Stil zu ändern. Und für mich war Webcomic eine Möglichkeit, einen neuen Stil auszuprobieren, bei dem ich noch nicht wusste, kann ich den über längere Zeit überhaupt durchhalten oder was kann ich mit diesem Stil überhaupt alles machen? Ist das überhaupt etwas für mich? Und Webcomic war für mich eine sehr preisgünstige Methode. Einen Blog hatte ich schon, einfach mal auszuprobieren, wozu bin ich eigentlich in der Lage? Und ich wollte immer einen Langcomic machen. Und einen Langcomic mal eben so ins Blaue hinein einfach für Druck zu produzieren, ist einfach in dieser Comic-Landschaft so ein bisschen schwierig, sage ich mal, bis eigentlich nicht eine gute Idee. Und deswegen war für mich das Webcomic-Format eigentlich ideal. Und ich konnte mir sofort Reaktionen abholen. Also sofort vielleicht noch nicht. Es hat schon eine Weile gedauert, bis ich so eine gewisse Leserschaft hatte. Aber nachdem die dann halt einmal da waren, hatte ich Reaktionen und konnte halt einschätzen, naja, okay, es gibt schon Leute, die diesen Stil mögen und es gibt wohl halt auch Leute, die diese Geschichte lesen und mit den Charakteren was anfangen können. Und das hatte ich dann halt aber auch erstmal gebraucht. Und deswegen, ja. Ich würde gerne noch mal was zu dem Stilwechsel hören, weil ich sag mal, man kann ja auch eine High-Fantasy-Story in Manga-Optik auch erzählen. Wie kamst du auf die Idee, dass du das wirklich wechseln willst und warum? Ja, also ich bin, wie gesagt, zu Comic eigentlich, also zum Comic-Zeichnen über Manga gekommen. Also Comics habe ich schon immer gelesen, mein ganzes Leben lang. Aber wirklich zu sagen, ich mache auch Comics, das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt, zu sagen, ich werde aktiv als Comic-Zeichner, war tatsächlich, als dann so die Manga-Welle Deutschland überrollte. Ich war ein bisschen spät dran, aber ich bin dann doch noch so richtig eingestiegen damals, halt auch mit, als Animex halt groß wurde und so. Und das war für mich der Einstieg und am Anfang auch sehr, sehr toll. Ich habe da auch sehr viele Freunde halt auch kennengelernt. Auch der Schwarze Turm habe ich in dieser Zeit halt kennengelernt. Ich habe nur festgestellt, dass die Art, wie ich Manga zeichne, für mich nicht die richtige Art ist zu zeichnen. Ich habe mir selber quasi im Weg gestanden bei diesem Stil, was nichts mit Manga an sich zu tun hat. Also ich finde Manga großartig und ich lese auch noch Mangas. Also es liegt nicht am Manga an sich, sondern einfach die Art, wie ich an Manga herangegangen bin. Und das war für mich und für sozusagen meine Hand nicht der richtige Weg. Ich habe halt festgestellt, ich verkrampfe mich irgendwie zu sehr. Es ist kein Flow da und ich komme so nicht weiter. Ich kann die Geschichten nicht erzählen in der Art, wie ich an Manga herangehe. Und dann irgendwann habe ich gesagt, irgendwie ich muss was anderes machen. Und dann habe ich Grafikdesign studiert und meine Abschlussarbeit war auch ein Comic, der unglaublich schlecht ist. Also kein Mensch will den sehen. Das ist auch völlig okay. Aber der war schon so ein bisschen in die Richtung, wie halt jetzt auch Masso ist, da war halt dieser Stilbruch war dann schon da und das war für mich so das erste Mal das ausprobiert und ich habe, obwohl dieser Comic unglaublich schlecht ist, plötzlich gemerkt, da geht mehr und dann habe ich mich langsam rangetastet und festgestellt, okay, ich lasse alles, was ich vorher gemacht habe, komplett hinter mir zurück und habe einen neuen Stil und jetzt in Vollfarbe und so und so ist dieser Wechsel halt vollzogen worden, was halt nichts mit Manga an sich zu tun hat, sondern wirklich einfach nur mit, wie zeichne ich? Und da musste ich etwas ändern, ansonsten hätte ich aufgehört zu zeichnen. Okay, und die Geschichte ist jetzt ja in sich abgeschlossen, die man als Buch erwerben kann. Geht es jetzt noch online weiter oder planst du andere neue Projekte? Masu ist erst einmal für sich komplett abgeschlossen. Ich habe einen Epilog geschrieben. Ich habe ein paar extra Seiten, extra exklusiv fürs Buch gezeichnet, die online nicht zu finden sein werden. Aber Masu ist für mich zu Ende erzählt. Also da gibt es erstmal nichts zu erzählen. Natürlich behält man sich so im Hinterkopf liebgewonnene Charaktere, ob man da irgendwann nochmal zurückkehrt. Momentan ist das aber zum Beispiel nicht geplant. Ich habe allerdings schon 3 neue Projekte im Kopf. Als allererstes wird es jetzt erstmal eine Kurzgeschichte geben. Einfach um so ein bisschen, jetzt nicht das
sofort das nächste Riesenprojekt. Jetzt wird es erstmal so ungefähr 20 Seiten, wird es eine Kurzgeschichte auf Englisch geben, die werde ich komplett auf Englisch machen, über eine Murder Ballad. Und das wird einfach mal so ein schönes, entspanntes Projekt werden. Dann werde ich mich aber sofort in das nächste große Webcomic-Projekt stürzen, das halt ungefähr, also der Plan ist es so ungefähr wie Masso halt aufzuziehen. Allerdings dieses Mal mit einer Patreon-Kampagne zur Unterstützung, weil ich das schon sehr wichtig finde, weil ich Masso einfach komplett ins Blaue hineingezeichnet habe, ohne irgendeine finanzielle Unterstützung. Aber das wird dann halt ein ähnliches Webcomic-Projekt im Sinne von, wie es aufgebaut sein wird, also wahrscheinlich pro Woche eine Seite und ein richtiger Langcomic, der dann am Ende hoffentlich dann auch irgendwie in ein Buch gepresst wird. Und dann habe ich noch eine kleine Sache im Hinterkopf, wenn die Leute vielleicht meinen Bunte Hunde kennen, mein Malbuch über Corgis. Es wird vielleicht ein neues Corgi-Projekt geben, kein Malbuch, aber ich habe da noch so eine Corgi-Sache im Hinterkopf, zu der ich aber noch nicht so viel auch sagen möchte, weil ich da noch nicht genau weiß, wie ich das aufziehen werde. Also dann hast du auch selber Corgis, wenn ich das so vermute jetzt einfach mal, ja, ist es richtig? Nein, also das ist es tatsächlich nicht so. Also ich würde gern einen Hund haben irgendwann. Allerdings ist das momentan einfach aufgrund von der Arbeitssituation und weil ich arbeite 3 Tage die Woche in einer Grafikdesign-Agentur, da muss ich aber auch erstmal hinfahren und so, das heißt, ich arbeite nicht komplett von zu Hause und da ist es mit dem Hund momentan noch so ein bisschen schwierig. Mein Partner müsste halt den Hund manchmal auch nehmen und wird halt auch nicht so ganz einfach. Ich finde Corgis total super. Ich hätte nichts dagegen, wenn man mir jetzt einen Corgi in den Schoß schmeißen würde, sozusagen. Aber ich kann momentan einfach keinen Hund haben. Und ja, also das ist tatsächlich einfach nur so eine Leidenschaft momentan aus der Ferne. Okay, was hast du zum Thema High Fantasy an Inspirationsquellen? Also ich denke, wenn man sich irgendwann entschließt, sowas zu machen, dann hat man ja vielleicht einiges gelesen im Comic-Bereich, im Literaturbereich. Was sind so die Sachen, die du da magst? Ich bin aufgezogen worden, sozusagen, nachdem die Flasche weg war mit Tolkien, durch meinen Vater. Ich bin auch tatsächlich durch Tolkien einmal komplett durchgezogen, so durch alles, also wirklich quasi alles, was man so kriegen konnte. Und damit meine ich auch die obskuren Kurzgeschichten, die es halt auch manchmal so gab, so Rover Random zum Beispiel. Und das hat mich natürlich unglaublich geprägt. Wenn das ist, was man im Kindergarten schon vorgelesen bekommt, das kriegt man nicht mehr raus aus einem. Das ist halt einfach so. Und dementsprechend, ja klar, Tolkien ist für mich einfach immer eine Inspirationsquelle gewesen und wird es wahrscheinlich immer sein, einfach weil frühkindliche Prägung. Und womit ich mich halt auch sehr gerne beschäftige, sind diese ganzen Folklores. Also ich finde das sehr, sehr toll, was so an nicht wirklich so Halbreligionen und Kleinstglauben so immer so im Volksglauben halt so entstanden ist. Irgendein Grasbüschel, auf das du trittst, was aber eigentlich ein Wesen ist, was dann Unglück bringt, einfach weil du auf dieses Wesen getreten hast, was aber aussieht wie ein Grasbüschel. Oder irgendwelche Hafer-Ähren oder so, die mit Bändchen markiert werden und so. Also diese ganzen Geschichten, diese kleinen Geschichten, die irgendwie erzählt werden über Wesen, die in Bäumen wohnen, das fand ich immer sehr, sehr faszinierend. Ich habe auch dieses Fairies-Buch, was wahrscheinlich alle, die das irgendwie mögen, kennen, von Alan Lee und Brian Froud, die beide sehr, sehr tolle Illustratoren sind, die mich auch sehr, sehr geprägt haben. Alan Lee zum Beispiel ist einer meiner Gründe, warum ich damals mit Aquarell angefangen habe, weil ich immer nur dachte, oh Gott, ich möchte auch so zeichnen. Das sind so diese klassischen, vielleicht auch so in den 70ern und 80ern entstandenen Fantasy-Sachen, die mich sehr, sehr geprägt haben. Also ich bin kein so ein großer Fan von, das hatte ich gestern in einem Interview, dieses schöne blutige Brüste sozusagen. Also diese Art von Fantasy, die sehr auf Gewalt und Vergewaltigung und so weiter. Wir wollen jetzt hier so Fantasy aber in sehr, sehr düster machen. Ich bin einfach groß geworden mit so diesen klassischen, vielleicht etwas weirden, eher so Mystery, jemand stirbt, aber es ist halt nicht so auf Provokation und wir dürfen das hier jetzt mal zeigen. Das ist nicht so meine Fantasy. Ich
ne, wer es mag, soll es ruhig machen, aber ich mag so eher so dieses versteckte, gruselige lieber als das, ja, wir können jetzt hier so ein bisschen provozieren. Ja, das sind so meine Inspirationsquellen, die so eher so von früher herkommen. Nicht schlecht. Wenn man dich finden will im Internet, wo findet man dich im Internet und in den sozialen Medien natürlich? Weil du hast ja den Nickname rausgesucht, wo man nicht sofort drauf kommt, wenn man deinen Namen kennt. Ja, genau. Leider ist mein Nickname tatsächlich so ein bisschen buchstabierungsnötig. Man findet mich meistens unter Takaret mit C in der Mitte. Zum Beispiel bei Twitter, wo man mich aber eigentlich jetzt auch unter Ines Kort finden sollte, da ich das mittlerweile mal gut geändert habe. Man findet mich auf Tumblr unter ineskort.tumblr.com, wenn ich das richtig im Kopf habe. Facebook gibt es halt auch Ines Kort Art. Ich hatte einen Blog, den Fede-Blog, den ich momentan aber erstmal geschlossen habe, erstens wegen der neuen Datenschutzverordnung. Allerdings war das nur ein aufgesetzter Grund. Der Blog lief nicht wirklich toll. Ich habe festgestellt, dass ich durch die Communities eigentlich viel mehr Zulauf hatte und dieser Blog eigentlich auch nicht sonderlich geeignet war für dieses Format von Comics zum Lesen. Deswegen kann ich das total gut verstehen, dass die Leute gesagt haben, wir gehen eher woanders hin. Wer Englisch lesen möchte, kann mich auf der Pestik finden. Da gibt es, glaube ich, tapas.com Masu oder so, also /Masu. Ich glaube, wer bei Tapestik einfach nach Masu sucht, der sollte mich da finden. Und ich werde halt auch weiter diesen Tapestik-Kanal bespielen, einfach weil diese internationale Community auf Tapestik mich sehr freundlich aufgenommen hat und das einfach auch nochmal toll war, irgendwie mit Fans aus Belgien zu reden oder aus Amerika. Deswegen würde ich halt empfehlen, Tapestik ist eine Webcomic-Plattform. Wer Webcomics lesen will in einer Webcomic-Plattform, dem würde ich halt Tapestik empfehlen, wenn er mich suchen würde. Genau, und Takaret mit C, wenn man mich sucht, oder Ines Kort. Okay, und der Webcomic ist auf? Der Webcomic, also Masso, ist halt auf Tapestik momentan, genau, und lief halt auf meinem Blog. Ich hatte ihn auch noch auf Animax laufen. Also falls noch irgendwelche Leute auf Animax sind, da gibt es halt mich auch unter Takaret, lief der da auch, genau. Und ansonsten kündige ich sehr, sehr viel alles immer über Twitter an, weil das so meine Standard-Social-Media-Plattform ist, auf der ich auch den meisten Zulauf habe. Das heißt, Twitter, Ines Kort, glaube ich, wenn man irgendwie Fragen hat, da kann man mich auf alle Fälle finden und immer anschreiben. Okay, das waren sehr schöne Schlussworte. Ich danke dir. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. So, schon wieder im Schlosspark. Diesmal habe ich mir die Vanessa Drossel geholt vom Stand vom Buddelfisch. Die hat nämlich ein schönes Buch gemacht namens Grundkurs Mord. Ist mir schon vor 2 Jahren aufgefallen. Da ist sie nämlich in Polizeiuniform über den Salon gelaufen. Dachte ich, was ist hier passiert? War aber eine gute Marketing-Sache. Und ja, Vanessa, hallo, wie geht's dir? Hallo, ja, ganz gut soweit. Noch ein bisschen müde, wie es beim Salon halt so üblich ist. Aber so langsam kommt die Zeichenfreude schon zurück. Vanessa, wie bist du auf den Gedanken gekommen, Grundkurs Mord zu machen? Das ist ja jetzt ein Thema, deutsche Polizei, was jetzt nicht so häufig ist in der Szene. Ja, also da kamen verschiedene Sachen zusammen. Zum einen interessiere ich mich schon sehr lange für die Polizeiarbeit. Es kommt halt aus so Krimi- und Fernsehinteressen von früher. Und wir haben halt dieses Mal gesagt, wir wollen eine Geschichte machen, also im Vergleich zu der, die ich vorher gemacht habe, die irgendwo spielt, wo wir uns auskennen. Deswegen haben wir auch als Handlungsort Kiel gewählt. Und Polizei dann halt auch, weil ich da schon sehr viel Vorwissen hatte, habe natürlich trotzdem noch jede Menge Recherchen dann betrieben. Und so kam es dann dazu. Was hattest du denn für Vorwissen und was hast du da noch recherchiert? Wie hast du das gemacht? Also ich wusste schon relativ viel so ganz Grundsätzliches über die Polizeiarbeit und wie die Ausrüstung aussieht und die Uniformen und all sowas.
Und ich habe dann halt noch ganz speziell recherchiert zu den Dienststellen, wie die aussehen, wie vorgegangen wird, was für Kommissariate es gibt, wie die arbeiten. Also im zweiten Band zum Beispiel die Geschichte vom K7 Cybercrime, wie die arbeiten für die anderen Kommissariate, in diesem Fall für die Mordkommission als Zulieferer quasi. Und da habe ich dann auch halt Interviewtermine und Recherchetermine gemacht, um das dann korrekt abbilden zu können. Ja, also das fällt schon auf, dass du hier die Einsatzmittel und Uniformen alle sehr authentisch dargestellt hast. Also das ist nicht so, viele, die im Comic-Bereich so Polizeisachen machen, fällt mir immer so ein bisschen auf. Die gucken halt, ja, wie sieht das bei den Amis aus, und ganz viele versuchen da so ein bisschen Noir-Style reinzubringen. Aber hier sieht es halt wirklich sehr authentisch aus. Da merkt man schon, dass du dir da nicht zu schade warst, da intensiv zu recherchieren halt. Ja. Ja, willst du die Geschichte vielleicht kurz anreißen, worum es geht? Ja, die Geschichte hat im Grunde zwei Ebenen. Die Krimi-Geschichte ist, dass es einen toten Professor an der Kieler Universität gibt. Einen Geschichtsprofessor, der auch relativ unbeliebt war, der dann auf einmal von einem anderen Gebäude aus erschossen wird und dann tot in seinem Büro liegt. Und dann, das ruft dann halt die Kieler Polizei auf den Plan, die aber ein bisschen an Personalproblemen leidet zu dem Moment, weswegen die zwei uniformierten Polizisten Christian und Tanja mitmachen. Und die zweite Ebene ist dann so ein bisschen das Privatleben der beiden, weil die halt eine Beziehung führen, schon seit einer geraumen Weile, das aber auf der Arbeit verheimlichen wollen. Okay. Die Geschichte ist in zwei Bänden abgeschlossen. Hast du schon ein neues Projekt im Kopf? Ja, in der Tat. Ich bin gerade in den Planungen zu einem neuen Projekt. Und zwar, ich arbeite ja beim Technischen Hilfswerk, also im Katastrophenschutz, bin dort auch ehrenamtlich als Helfer engagiert. Und die nächste Geschichte soll sich, wenn alles klappt, dann um einen großen Hochwassereinsatz so à la Elbeflut 2013 drehen. Also es wird nicht aus Polizeisicht geschildert, sondern aus THW-Sicht, oder wie stelle ich mir vor? Genau, also es bleibt im Blaulichtmilieu quasi, aber halt weg von der Polizei. Die wird natürlich auch mitkommen, weil die waren ja auch mit im Einsatz, auch die Bereitschaftspolizeien, und das Absichern lief ja trotzdem alles über die Polizei. Schwerpunkt wird dann aber auf den Helfern im Katastrophenschutz liegen. Okay, gut. Hast du noch was du den Leuten sagen willst, was sie sich vielleicht unbedingt angucken müssen auf dem Salon oder auch außerhalb des Salons? Wo du vielleicht noch gerne hingehen möchtest, eine Veranstaltung oder so? Es sind ja sehr, sehr, sehr viele Programmpunkte. Also empfohlen wurde mir auf jeden Fall noch der kanadische Pavillon mit der Ausstellung auch, der soll sehr gut sein. Und sonst kann ich eigentlich nur empfehlen, zwischendurch ganz entspannt hier diesen Schlossgarten bei dem Wetter zu genießen, weil das ist wirklich wunderschön. Und ich bin eigentlich schon fast ein bisschen traurig, dass wir im nächsten Jahr nicht mehr diese Zeltsituation hier mitten im Park haben. Also das hätte ich eigentlich gerne wieder. Schöne Schlussworte. Ich danke dir, Vanessa. Gerne, gerne. So, eine alte Tradition wird jetzt wieder belebt. Kein Salon ohne Plemplem Productions. Ich habe hier bei mir den Chris Kläuber und den Thorsten Brochhaus von Plemplem Productions. Hallo. Servus. Hallo. So Leute, ihr seid dieses Mal nicht mit einem Stand am Start hier in Erlangen, aber der Chris signiert bei Quimby. Wie ist es bislang so? Ich kann mich nicht beschweren. Also ich bin super glücklich über die Resonanz bisher, und für das, dass ich eigentlich Urlaub machen wollte, bin ich super zufrieden. Ja, ich habe gesehen, war gestern einiges los. Du hast primär Trachtmann dabei oder hast du auch noch andere Sachen dabei? Nee, also ich war geplant, dass rein aus Platzgründen nehme ich nur Trachtmann mit, weil es einfach sich anbietet, weil Erlangen ja auch Bayern-Franken ist und so weiter. Wir hatten eigentlich gedacht, auch noch Worm mitzunehmen, aber wir haben dann gesehen an Tag 1, wie viel Platz Quimby hat, und dann haben wir gesagt, lassen wir es lieber. Wenn jemand anfragt oder so, hier, habt ihr das da, dann können wir es am nächsten Tag mitnehmen. Aber das ist bis jetzt noch nicht passiert, deswegen, wenn dann was kommt heute oder morgen, dann können sie es ja immer noch im Online-Shop bestellen oder am besten noch ein Abo abschließen. Wie findet ihr die Situation mit dem Zelten jetzt, die entstanden ist, weil die Ladeshalle ja zu ist, wegen Reparaturarbeiten? Ja, also ich
bin zwiegespalten. Einerseits finde ich es gut, dass es sehr zentral ist, dass viel Laufkundschaft die Messe mitbekommen, weil es gibt ja tatsächlich Leute, die sagen, ja, habe ich noch nie mitbekommen, obwohl es schon seit 25 Jahren oder so ist. Auf der anderen Seite, die Umsetzung ist noch ausbaufähig. Also mir persönlich sind die Gänge in Halle A und B ein bisschen zu eng. Also wenn da irgendwie eine Signierstunde ist und so weiter, dann werden da Stände blockiert oder so, du kommst gar nicht durch. Ist natürlich wahrscheinlich auch eine Kostenfrage der Veranstalter und so, und es ist viel zu warm. Da müsste man auch noch vielleicht mehr dafür machen. Aber so an sich finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Okay, Trachtman ist sind wir momentan bei der Nummer 3 in diversen Ausgaben in Bayerisch mit diversen Variant-Covern. Wie geht's weiter mit Trachtman? Trachtman kommt eine kurze Geschichte im sommerlichen Sommer-Special, das wir zu Stuttgart bringen. Da sind dann auch Geschichten drin mit Shark Farmer, Mr. Kill, Sanchez, Riot, der typische Plam Plam Line-Up und so. Und dann geht es dann wahrscheinlich im September weiter mit Ausgabe 4. Okay, du hast Stuttgart angesprochen, das heißt, ihr seid dann bei der Comic-Con vertreten. Richtig, ja, wir feiern quasi 10 Jahre Plam Plam. In Stuttgart, dort wird auch hier das komplette Line-Up von Autoren und Zeichnern da sein, also da wird Bouncy D da sein, Henning wird da sein, Tommy wird da sein und ja, wir sind auch da, also es wird eine ziemlich lustige Fete werden. Sehr schön, also tragt euch das schon mal in den Kalender ein. Sind denn weitere neue Serien geplant? Also ihr habt ja einen sehr hohen Output, so, ist irgendwas, was ihr schon auf der Pfanne habt, was ihr vielleicht jetzt schon verraten wollt oder könnt? Aktuell haben wir jetzt nichts Konkretes in der Pipeline. Also wir haben zwar Sachen abgeschlossen, wieder einen Import haben wir noch ins Boot geholt, aber da warten wir halt noch, bis zum Beispiel hier eine Nummer 2 erschienen ist, damit wir halt beide gleichzeitig übersetzen können und dann auch im regelmäßigen Abstand bringen können. Und ja, Ghoul Squad 2 ist in der Mache. Das kommt wahrscheinlich im Oktober zur Berliner Comic-Con, und dann Salvagers 3 ist auch ziemlich angesagt bei uns, klar, Sci-Fi und so, aber so an sich, da musst du noch einen Thorsten fragen, was er noch alles noch im Petto hat. Ich bin da kopfmäßig noch nicht so ganz auf der Hut, also Arbeit, 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 und der Thorsten ist ja so quasi mein Kopf dafür. Okay, Kopf, dann erzähl uns mal, wenn du die noch eine Hand frei hast neben der Bierflasche. Einen Moment. Ja. Also wir planen eigentlich im Augenblick gar nichts Neues, weil wir ja auch sehr viele Serien noch haben. Ich meine, Changer ist zwar abgeschlossen, aber es gibt sehr viele Sachen auch bei den Importen, die angefangen sind. Und wir wollen das eigentlich lieber ein bisschen weiter ausbauen, bevor wir jetzt irgendwas überstürzen und irgendwas schon wieder, was man uns früher oft mal vorgeworfen hat, schon wieder eine neue 1 bringen. Und lieber arbeiten wir jetzt an mehreren Kill-Ausgaben parallel, sodass wir da vielleicht 2 im Jahr schaffen. Also es sieht eigentlich sehr gut aus, dass wir 2 Mr. Kill-Ausgaben schaffen im Jahr. Es kommt Riot noch, Metahumans läuft noch weiter. Dadurch, dass Trachtman natürlich so beliebt ist und so gut läuft, wäre es natürlich auch bescheuert, wenn man da jetzt nicht zeitnah nachlegen kann, und der Chris hat auch nur einen Kopf und 2 Arme, und da er eigentlich in jedem Heft oder fast in jedem Heft, was bei uns veröffentlicht wird, noch in irgendeiner Art und Weise die Finger drin hat, weil er Kill lettert und Wall layoutet und lettert, wenn es internationale Beiträge sind, wollen wir uns da jetzt nicht noch was ans Bein binden. Da ist noch Zeit genug für die nächsten 10 Jahre. Okay, wo du Mr. Kill angesprochen hast, kannst du uns schon sagen, welche Künstler dabei sein werden? Ja, also die nächste Ausgabe, also die Mr. Kill-Ausgaben haben ja immer so einen kleinen Untertitel oder auf dem Cover eher so einen Übertitel. Das erste war, was war denn das erste? Gestatten Mr. Kill, genau. Und das zweite war Guten Appetit Mr. Kill. Jetzt Ausgabe 5 wird heißen Welcome to Germany Mr. Kill. Das sind 3 Geschichten, die in Deutschland spielen. Eine wird einer der Mr. Kill Stammzeichner Elbe Billy zeichnen. Eine ist von Stefan Dinter, da freuen wir uns sehr, mit einer Koloration von Bouncy.
Und da freuen wir uns auch. Ist eine Geschichte, der ist von Tompa, der der Engel und der Counselor macht bei The Next Art. Und er wird auch das Cover machen, beziehungsweise hat das Cover schon gemacht. Das wird, wenn alles glatt geht, das weiß man ja beim Indie-Comic machen nie, aber es sieht ganz gut aus, dass das zu Stuttgart erscheinen wird. Das hört sich schon mal gut an. Wie schaut's denn aus bei War? Da bist du ja auch, also das ist wahrscheinlich die Serie, die in den schnellsten Intervallen rauskommt momentan bei Plemplem Productions. Wer ist denn da im nächsten Band am Start? Da bin ich auch, da planen wir ja auch mehrere Ausgaben mehr oder weniger gleichzeitig, damit das auch möglich ist, da alle 3 bis 4 Monate was zu veröffentlichen. Deswegen ist das auch immer so eine Sache, wer wird genau beim nächsten erscheinen, das ist immer ein bisschen schwierig, weil sich das auch gerne mal noch ein bisschen schiebt. Wer auf jeden Fall dabei sein wird, wieder ist der großartige Andreas Butzbach mit dem Typen ohne Hose. Das wird seine Fortsetzung finden, was er jetzt schon seit, ich glaube, das ist der 6. Teil mittlerweile. Von Hannes Rathke, Of Worlds Forgotten, ist auch eine Fortsetzungsgeschichte in 3 Teilen, da wird der 3. Teil erscheinen. Stand jetzt wird er auch das Cover machen. Dann wird es ein Wiedersehen geben mit dem Minion, beziehungsweise mit einer Geschichte aus diesem Minion-Universum von Polly, die auch schon in der ersten 9 redesignten War-Ausgabe dabei sein konnte und die zwischendurch auch nochmal dabei war mit einer Minion-Geschichte und da wird es jetzt auch nochmal eine neue geben. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, da muss ich noch sehen, das verkünde ich dann erst, wenn es dann wirklich fertig ist. Aber es ist noch ein bisschen Zeit, ist ja noch bis zur nächsten Ausgabe. Stichwort War, da habt ihr euch ja auch was Spezielles einfallen lassen. Ne? Möchtest du es berichten? Ich weiß nicht, was du meinst. Meinst du das Abo oder das wunderschöne T-Shirt, was wir auch haben? Wir haben auch ein War Comics T-Shirt, was man auch bei uns im Shop bestellen kann. Wer unbedingt das braucht, der kann das auch haben. Aber ja, was heißt einfallen lassen? Ich bin auf Twitter mehr oder weniger genervt worden, doch bitte ein Abo anzubieten und weil es sich natürlich durch die Fortsetzungsgeschichten anbietet und man das dann nicht immer mitbekommt, wann das ist und dann hat man es einfach im Briefkasten und dann habe ich gedacht, oh, ja, für 2, 3 Leute ein Abo anbieten, weiß ich nicht, ob das lohnt. Dann hat der Chris auf der anderen Seite gesagt, ja, aber für 2, 3 Leute ein Abo anbieten ist jetzt auch nicht so viel Aufwand, dass man es nicht machen könnte. Und dann haben wir das gemacht und sind, ich bin sehr froh darüber, mehr als 2, 3 Leute geworden, die dann tatsächlich das Abo abgeschlossen haben. Es dürfen aber gerne natürlich noch wesentlich mehr werden. Da bekommt man für 20 Euro 4 Ausgaben. Das ist, eine Ausgabe kostet normalerweise 4,90 Euro. Da kann man sich ausrechnen, dass man dann 3, 4 Ausgaben direkt nach Erscheinen bekommt und dann 10 Cent Porto bezahlt quasi. Das kann man, glaube ich, verschmerzen. Ich versuche immer, wenn wir noch irgendwelche Extras, Aufkleber und Buttons oder sonst irgendwas, Sticker zu haben, dann ja auch noch da rein zu klatschen. Was ich ja auch sehr positiv an eurem Shop finde, ist, dass es ab 25 Euro ist portofrei quasi. Ne? Also falls man da wirklich nicht in der Nähe ist, sage ich mal, von einer Signiergeschichte oder das woanders, man kann das direkt bei euch kaufen und ich glaube, das ist für euch auch am attraktivsten, da bleibt beim Verlag wahrscheinlich am meisten hängen, oder? Ja, es ist, also ich sag mal so, es ist ja nicht so, als wären wir in jedem Comicshop vertreten, obwohl jeder Comicshop unsere Sachen bestellen kann, wenn er denn will, aber die haben auch nur eine begrenzte Anzahl an Platz und da wir nicht über den Vertrieb irgendwie da reingedrückt werden, spielt es eigentlich keine Rolle, wo es bei uns bestellt wird. Natürlich bleibt am meisten hängen, wenn man direkt bei uns bestellt, aber uns ist es auch genauso lieb, wenn War oder Trachtman bei Quimby bestellt wird oder Trachtman Bonner Comicladen oder bei Andis Comic Express oder wo es das überall gibt, bestellt wird. Also klar, bleibt natürlich am meisten da hängen. Viele Titel, die wir haben, gibt es auch mehr oder weniger nur bei uns im Shop. Ich glaube, dass wir haben jetzt auch den Shop renoviert und haben einen neuen Shop, der moderner ist und auch leichter zu bedienen ist. Und ich glaube, wer wirklich was im Internet bestellen will, der kann das auch gut über unseren Shop machen. Also das ist, und wie gesagt, ab 25 Euro in Deutschland ist es versandkostenfrei. Ja, dann gibt es natürlich noch Leute, die haben sehr, sehr viel Freizeit und die machen dann neben Plem Plem Productions noch andere Projekte. Ich spiele auf Zinnober an. Wie kam es denn dazu? Ich habe immer mit dem lieben Ralf Singh schon bei einigen
ja, ich will nicht sagen Projekten, aber doch eigentlich schon zusammengearbeitet. Der Ralf hat ja für Mr. Kill 2 eine Story gezeichnet und wir waren auch immer eigentlich in ganz gutem Kontakt, dass ich mir die Sachen angeguckt habe, die er so macht, eigentlich seit er da im Comicforum veröffentlicht. Und irgendwann hat Ralf angefangen und wollte mal sein eigenes Ding machen. Er hat ja für den US-Publisher Heavy Metal so eine Filmadaption beziehungsweise so eine Fortsetzung eigentlich eher von einem Indie-Film gezeichnet, Narcopolis Continuum. Und hat da schon ein bisschen, ich sag mal, US-Publishing-Luft geschnuppert und hat dann gesagt, auch das würde ich auch gerne selber probieren und mal irgendwelchen US-Publishern versuchen, da einen Pitch zu bringen, ob die das veröffentlichen. Dann hatte er sich einen Autor gesucht und hat dann mit dem als Co-Autor, er als Zeichner, mit Ilaria Feller als Koloristin und Christian Dokolomanski als Inker und Taylor Esposito als Letterer, angefangen, die ersten Seiten für den Pitch zusammenzubauen. Und ich bin dann so, wie ich das bei Plemplem eigentlich auch mache, ich sag mal, als Editor würde man bei den US-Comics sagen, oder als Redakteur da rein eingestiegen, um einfach nur mal noch ein zweites Paar Augen zu haben, um da einfach nochmal reinzugucken und da, falls irgendwelche Dinge übersehen werden. Und so, was ich eigentlich bei Plemplem bei den meisten Titeln auch mache. Dann ist es aber so, dass der Autor angefangen hat zu studieren und starke Zeitprobleme bekommen hat und leider aussteigen musste. Und da Ralf das nicht alleine machen wollte, weil er A, mit der Organisation und auch dem Zeichnen sehr ausgelastet ist und B, auch seine Stärken nicht, also er schreibt natürlich auch, aber das ist nicht seine Hauptaufgabenfeld. Und dann hat er mich gefragt, ob ich da nicht als Co-Autor einsteigen kann. Und dann habe ich das gemacht. Okay, ihr seid dann in den USA erscheint er. Warum dann in der deutschen Ausgabe nicht bei Plemplem Productions? Das haben wir natürlich überlegt und das war auch im Gespräch. Aber Ralf hätte gerne mit einem Auge auf den deutschen Markt das Ganze als Hardcover veröffentlicht. Es wird in den USA zuerst geplant als 6-teilige Serie, jetzt mittlerweile als 7-teilige Heftserie veröffentlicht. Und Ralf wollte das gerne als Band mit jeweils 3 Ausgaben, beziehungsweise 3,5 in dem Fall jetzt, veröffentlichen. Und Plemplem ist einfach ein Heftchenverlag. Und als Hefte hätten wir es gemacht, da hätten wir auch übereinander gefunden, das hätte auch Ralf so gesehen und wir, aber er wollte gerne ein anderes Format haben und dann haben wir gesagt, ja, das ist aber nicht unsere Kernkompetenz, da bist du vielleicht bei uns gar nicht so gut aufgehoben. Dann kam dazu, dass als er sich dann damit auseinandergesetzt hat, er auch das gerne über Kickstarter versuchen würde, was wir als Verlag jetzt auch nicht unbedingt machen wollen, weil wir sind halt ein Verlag und Kickstarter, denke ich, eher ist was für Einzelveröffentlichungen. Und dann haben wir halt gesagt, ja, dann machen wir das halt nicht. Da waren Ralfs Gedanken auch schon so weit gediegen, dass er gesagt hat, ach, ich würde mich auch selber gerne da im Publishing mehr oder weniger versuchen, könnte mir vorstellen, vielleicht auch mal was von anderen zu veröffentlichen. Und so ist das einfach so gekommen. Es wäre halt sehr gezwungen gewesen, wenn wir das jetzt bei Plemplem veröffentlichen würden, auch zeitlich. Und dann haben wir es einfach so gemacht. Also das war alles ganz normal. Das war einfach nur eine rein rationale Entscheidung. Okay, die Kickstarter-Kampagne ist ja dann sehr durch die Decke gegangen, wenn ich das so vernommen habe. Wie fühlt sich das an, wenn wirklich dann das Ding, was du gemacht hast, das dann wirklich sehr gut angenommen wird auf einmal? Ja, das freut einen natürlich. Es freut mich vor allen Dingen für Ralf, weil er sehr viel Arbeit, aber auch Geld in die Sache reingesteckt hat, weil jeder, der daran arbeitet, wird bezahlt und das hat er im Vorfeld schon aufgebracht, das Geld. Und das ist natürlich dann schön, wenn bei Kickstarter ein bisschen mehr hängen bleibt. Es ist auch nur, die Kampagne war jetzt auch nicht so hoch angesetzt, weil es eigentlich hauptsächlich darum ging, die Druckkosten reinzuholen. Dadurch, dass es ja noch den US-Publisher gibt und so weiter. Naja, und es ist super, dass das so gut geklappt hat. Das ist aber, ich sag mal, zu 95% Ralf-Verdienst. Ich habe das gemacht, was man halt tut. Fleißig geretweetet und bei Facebook das veröffentlicht und den Leuten Bescheid gesagt, aber diese ganze Konzeption oder ich sag mal auch 90% der Konzeption und den Aufbau der Kampagne und die Planung mit irgendwelchen Social Media Sachen, hat alles Ralf bestimmt. Okay, gibt es denn schon ein Datum, wann das Ding in die Post geht? Ich muss nachfragen, weil es mein erster Kickstarter, den ich überhaupt generell in meinem Leben gemacht habe, was ein bisschen komisch ist, weil ich auch, sag ich mal, spielmäßig gerne unterwegs bin, wo es sowas sehr oft gibt. Und ich denke mir immer dann, ja, bring's doch irgendwie raus, aber das Ding hat mich irgendwie dann doch angezogen. Wann ungefähr kann man damit rechnen?
Also man kann ziemlich genau dazu, damit zu Stuttgart rechnen, wenn es die Druckerei nicht versaut. Wir müssen es am 6.6. abgeben. Deswegen habe ich mir auch aus dem Comic-Salon Hausaufgaben schon mitgenommen und habe auch hier schon im Park gesessen und ein paar Seiten noch geskriptet und redigiert. Es geht am 6.6. in die Post zum Drucker und wird zu Stuttgart erscheinen und dann nach Stuttgart auch an alle Kickstarter-Unterstützer rausgesendet werden. Das war Ralf sehr wichtig, weil bei Kickstarter ist natürlich so, das birgt immer ein gewisses Risiko. Ich habe schon einige Kampagnen gemacht. Manche laufen super, manche laufen nicht so super. Manche versanden und man hört Jahre nichts mehr davon, obwohl die Kohle eingesteckt wurde. Und Ralf wollte schon das tatsächlich zeitnah machen und nicht über die Deadline laufen, weil man dann denkt, ach, jetzt ist es eine Woche drüber, jetzt kann es auch noch zwei Wochen drüber und das soll tunlichst nicht passieren. Auch aus Gründen, weil das ja nur der Band ist mit 3,5 Heften und da bleiben ja noch 3,5 Hefte und da wollten wir dann auch nochmal eine Kickstarter-Kampagne machen. Wenn man die erste schon in den Sand setzt, ist das nicht die beste Idee. Also wie gesagt, von unserer Seite ist alles soweit. Wenn es die Druckerei schafft, dann erscheint es zu Stuttgart. Sehr schön. So, jetzt habt ihr gesagt, ihr seid hier bis auf die Signieraktion vom Chris privat hier. Gibt es irgendwas, was ihr euch an Panels oder an Veranstaltungen gebt? Holt ihr euch Zeichnungen von irgendwem? Wie schaut's aus? Also Panels und Zeichnungen jetzt weniger, aber ich werde mal definitiv noch ein paar Sachen von Kollegen holen. Ist also quasi wie bei den Musikern, man kauft sich ja gegenseitig irgendwie den eigenen Scheiß. Und ja, also bisher auf dem Schlossgarten rumhängen und Leute quatschen. Das war mir halt wichtig, dass wenn man privat die Messe besucht, dass man halt mit den anderen Kreativen versucht, ein bisschen zu quatschen, wenn es nicht gerade irgendwie voll ist oder so. Aber gerade so bei so Aftershow-Partys, gestern Abend zum Beispiel, Leute, nach der Messe halt, da kannst du halt auch mit den Leuten nett schmatzen und so. Und ja, das war mir halt das Wichtigste jetzt an der ganzen Sache. Hast du vielleicht einen Tipp oder eine Entdeckung von irgendeinem von den angesprochenen Kollegen, was da erschienen ist? Also auf alle Fälle ist Quimby hier ein Tipp, wo man vorbeischauen sollte. Dann Buddlefish and Friends, das ist ein super Stand. Dann und die Kollegen von Weißbild Comics, die haben auch natürlich immer die stärksten Sachen. Dann bei Gringo hier Geier mit seinen Bildergeschichten und was macht er gerade noch? Er ist ein Dr. Wehr, genau. Und auf alle Fälle hier noch in die Halle B noch zu The Next Art schauen, Tompa besuchen, weil der macht wunderbare Sketche. Und ja, das sind so quasi meine Tipps, die mir jetzt gerade spontan einfallen. Okay, Thorsten, wie ist es bei dir? Ja, was ich hier mache oder ob ich irgendwelche Tipps habe? Beides. Ich bin hauptsächlich eigentlich hier, um Leute zu treffen, die man sonst halt auch nicht so oft sieht. Ich habe ja durch War halt auch sehr viel Kontakt mit Künstlern, die dann hier mal zwei Seiten machen und da mal ein Cover und hier mal 5 oder 8 Seiten. Und die sieht man ja eigentlich eher selten. Und wenn ich dann hier am Stand bin, dann muss ich mir auch immer mal irgendwie 5 Minuten loseisen und irgendwie kann man dann doch nicht alle abklappern. Und jetzt kann man das mal machen, weil ich halt Freizeit habe quasi und dann kann ich halt wirklich alle mal besuchen und habe nette Gespräche gehabt mit den Leuten, die für War was gemacht haben, die noch andere Dinge machen, die für Zinnober teilweise Sachen machen. Und ja, das macht sehr viel Spaß und das ist halt die Hauptsache. Ich habe mir ein Panel angeguckt von Heiko Hörnig und House Divided. Das war sehr interessant, weil es da um den Schaffensprozess ging. Wie findet man die Farbgebung, wie findet man die Stimmung, wie findet man die Figuren, die Charaktere, wie schafft man eine Welt? Das war sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich mir zufällig gesehen. Ich bin auch nicht so derjenige, der sich die Panels anguckt. Wenn ich vorbeilaufe und ich sehe was Interessantes, dann bleibe ich stehen. Das ist halt auch so, wie der Chris schon sagt, so ein Freizeitding. Ich möchte auch hier sitzen im Schlosspark, wenn ich da Lust drauf habe und will mir nicht so ein Schedule zusammenbauen und das abarbeiten. Aber ich laufe halt überall immer mal hin und wenn ich sehe, es ist was Interessantes, dann bleibe ich dabei stehen.
meine Lieblingsveröffentlichung, die ich zwar noch nicht gekauft habe, die ich aber heute noch unbedingt kaufen muss oder morgen, wo ich mich eigentlich schon Jahre drauf freue und die jetzt endlich zum Comic Salon erschienen ist, ist Masu Schmieds Tochter von Ines Kort. Das ist ein Webcomic, das absolut wunderbar ist. Das ist eine ganz schön gezeichnete, kolorierte Fantasy-Story. Und ich bin nicht so der Webcomic-Leser, es sei denn, es geht um Strips. Aber wenn es darum geht, irgendwie am Ball zu bleiben und eine komplette Geschichte erzählt wird, dann falle ich da immer wieder raus. Aber es hat mir sehr gut gefallen und ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass es endlich in Print bei Schwarzer Turm erschienen ist. Und das werde ich mir auf jeden Fall holen. Also, da freue ich mich drauf. Dann werde ich mir auf jeden Fall von Sarah Burini noch Nerdgirl holen. Aber das ist ja jetzt nun nicht kein Geheimtipp, sage ich jetzt einfach mal. Das auf jeden Fall muss. Das ist ein schönes Heft. Ich gucke gleich mal auch, was bei Bullfish and Friends noch los ist. Da sind auch immer tolle Neuerscheinungen. Da muss ich mal sehen, da habe ich schon vieles. Da muss ich einfach mal sehen, was ich noch nicht habe. Da werde ich auf jeden Fall auch noch zuschlagen. Okay. Wenn ihr nichts mehr habt, danke ich euch für das Interview und wir sehen uns spätestens in 2 Jahren wieder, würde ich sagen. Ciao. Bis denn, servus. Ja, tschüss. Fortsetzung folgt. Die Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Hier im Blog gibt es alle möglichen Informationen und alle Links zum Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch bewerten bei iTunes oder bei podcast.de. Zudem gibt es unsere Episoden bei YouTube. Zudem findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter. Kommentiert im Blog unter der jeweiligen Episode oder schickt uns Nachrichten über das Kontaktformular. Vielen Dank!